mein Bild ist jetzt an. Ha. Hi. Grüße. Willkommen zu unserer Phasmophobia-Kolle. Na, ihr seid mir ein bisschen zu klein. Es ist zu wenig moralischer Support im Bild. Genau, das ist viel besser. So. So, hallöchen. Willkommen zu Phasmophobia. Einem Spiel, von dem ich gesagt habe, es wird auf meinem Kanal niemals Horror geben. Ja, jetzt gibt es Horror. Absoluten Horror. Bei mir sind zu Gast die liebe Arke, auch Akeshi Starling, der liebe Nero, ja, hallo, hallo. Auch Nero VT und Samuel Quade. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, indem ihr den Collab-Befehl benutzt. Und jo, dann machen wir euch in-game entsprechend alle mal stumm. Yes. So, dann wollen wir doch mal kurz gucken. So, sind wir alle in der Lobby? Ja, es sieht gut aus. Erstmal ein bisschen Musik testen. Das sieht gut aus. Puh. Dann. Wie bereit seid ihr? Bereit. Wollt ihr den Sound über Discord haben oder über Discordo? Ich würde tatsächlich über Discord bleiben. Deswegen habe ich euch alle hier in-game stumm gemacht. Okay, vielleicht mal. Weil in-game ist so schrecklich, da darf man wirklich jede Mücke furzen. Der In-Game-Sound generell ist schrecklich. Ja. Schrecklich detailreich. Ja, zu detailreich. Deswegen hoffe ich mal, dass das ganz gut läuft. Ich gehe davon aus, wir gehen auf fortgeschritten, weil wir ja schon Leute mit Erfahrung bei haben. Wie mute ich euch in-Game? In-Game, du gehst an die Bereittafel und dann kannst du auf das Mikro klicken, damit es auf 0 geht. Oh. Umkai sagt Hallo an alle. Na, hallo Chrome. Hallöchen, Grüße. Bei mir ist niemand. Oh. Late Night, hallo. Late Night, ja, das, oh Gott. Oh mein Gott, wenn Late Night jetzt hier anfängt, wieder Multitasking zu machen, wird das lustig. Dann, ja, habt ihr euch für eine Map entschieden? Nee, tatsächlich noch nicht, zu geben. Nö. Wir fangen mal mit irgendeiner an. Die. So. Okay, wie jeder einen anderen Gäste gibt. Ja. Ich finde das gut. Soll ich da jetzt das Prinzip auch noch eine andere wählen, oder? Ja. Dann wird lustig. Okay. So, was haben wir denn? Was wir noch dazu sagen müssten, wir können leider keine Campsite spielen, weil sonst Summer It Spiel wild geht. Ja, ich kann es auch nicht sagen, warum. Irgendwas stimmt da nicht. Das ballert okay. Meine CPU so hoch auf einmal, es glaubt kein Mensch, geht gar nichts mehr. Dass es hier schon funktioniert, das ist ein Wunder überhaupt. Okay, war schwierig. Ich bin gerade nämlich am Handy mein Abendessen am Machen. Okay. Late Night, hast du gesagt. So, ich habe mal unser Inventar aufgestockt. Nur für dich. Sehr gut. Danke sehr. Ich habe auch hinzugefügt, was ich so hatte. Ich habe auch hinzugefügt, was ich hatte. Oh. Ich mache mir gerade mal ganz leise kloppen. Wie irgendwie keiner Schallsensor macht oder Bewegungssensor. Na, Schallsensor braucht er gerne. Ja, Schall. Und Bewegung ist wichtig. Das sind so die Sachen, die können halt vorkommen. Da haben wir Missionen, weißt du? Yes. Ja. Ja. Ich hatte noch nie einen Schallsensor-Mission gehabt. Ich hatte noch nie einen Schallsensor benutzt, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja auch nicht, was der macht. Er wird wahrscheinlich Schall aufnehmen. Ich habe gehört, er soll ganz gut sein, um in größeren Bereichen irgendwie den Geist zu erkennen oder so. Ein Schallsensor kann auch die leisesten Töne und Vibrationen der Luft hören. Diese werden dann als Diagramm im LKW angezeigt.
Genau. Und dann kann man schon, ob der Geist halt da irgendwo rumgeistert, wahrscheinlich. Ob der Geist rumgeistert, das ist perfekt. Genau. Dann würde Ja, ich da wären tatsächlich wir. sagen, alle mal bereit. Und dann gucken, wo es uns Yes. hinführt. Ah, echt, Ja, genau. in den Abgrund wird uns das führen. Yes. Es Früher wird. oder Nein. später. Ach, da sind Apropos. Teilchen drin. Erste wichtige Frage. Was sind eure Lieblingsgegenstände, die ihr benutzt? Ich nehme ab, ich habe ja gerne Ich die Kamera habe gerne die und. Taschenlampe. Ich habe gerne das EMF-Gerät. Ich liebe ja Thermometer und Geisterbox. Ja, Jawohl. das kann ich so verstehen. Hallöchen von meiner Schwester an alle Geisterjäger. Wollte ich ausrichten. Ich weiß dir von Manja. Hallo, meiner Danke. Schwester. Hallöchen zurück. Hallo, Dari. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Kaltes Ja, Wasser kein und Problem so. mit. Altes Wasser. So, Witch Biocord. Selene meint, Cam und Dots sind so ihre Lieblingsteile. Cam Oh und ja, Dots. Dots habe ich aber auch echt gerne. Ja, du legst die hin und sie machen ihre Arbeit. Ja, das war einfach, das wird besser. Lucy Doe. Reagiert auf Einzelpersonen. Schieß ein Foto vom Geist. Mana, genau dein Ding. Oh, ich habe mir die Kamera schon genommen. Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf und lass einen Geist durch Salz wandern. Ich nehme mir mal ein Buch und die Cam. Und Hallöchen, Drachi. Hallo. Hallo. Ja, hier wird's bunt. Ja? Welcher Drache ist zu dir gekommen? Roter Drachenkaiser. Ja, das ist sehr schön. Sehr, sehr Yes, schön. yes. Ui, welche Cam hast du nur mitgenommen, Mana? Die Ich habe Videocam Foto. oder die? Fotocam. Die Fotocam habe ich. Fotocam. Yes. Okay, dann baue ich Wenn mir du noch. Video nimmst, ist super. Das wird wild, Na? Leute. Das wird wild. So, Achso, ich echt. gehe als erstes Strom einschalten im Keller. Yes. Irgendwie die Hose voll sein. Ah. Dann schaue ich direkt mal nach dem Knochen. Knochen, Ich wo dachte, du bist wärst Item. du? Knochen! Knochen, wo bist du? Bist du hier? Nö. Knochen. Wenn ihr das größte Item findet, dann wisst ihr Bescheid. Ihr müsst schon Yes. Bescheid sagen. Knochen, wo bist du? Das hört Knochen. sich an, als hättest du es ein paar Mal mitgenommen. Hat er. Nicht nur ein paar Mal, sondern immer. Ich hab's immer benutzt und ich glaube, ich bin zweimal. Nee, zweimal nicht gestorben. Knochen, wo bist du? Das sage ich mit dem Brett, sonst bin ich immer gestorben. Knochenlein. Warum finde ich diesen verdammten Stromkasten Okay, gerade ich gehe mal oben gucken. Der Stromkasten ist unten im Keller rechts. nicht? Ja, ich bin da im Keller. Knochi. Ich habe noch keinen Ach, Knochen hier. gefunden. Dann ist er wohl oben. Wo gehst du nach oben? Ah, da. Sicherung ist drin. Gut, Kann gut. ich auch gleich schon mal mit der Aber Temperatur ich war noch anfangen? keiner oben, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Dann ist der Geist irgendwo hier oben. Ja, Sicher? dann komme ich. Ja, zum Beispiel hier in dem Zimmer, wo die Tür eh schon offen ist. Dann komme ich sofort mal hoch mit dem EMF-Gerät. Ich glaube, hier ist sehr kalt, glaube ich, drin. Ein Grad. Ah, minus Grad, ich nehme wo? Minus Ja, es Grad. sind Gefriertemperaturen. Ja. Du kannst auch den Atem sehen. Yes. Frosty, Frost, mit Frost. Der Und Nero, wie reagiert auf viel? Einzelpersonen. Ich muss erst einmal wieder die Tabelle mit den Wörtern aufmachen. Jetzt Wo ist musst du der den, den. Chat? Boah, sag mal. Ich habe so viel mit Samael geschrieben. Ich muss viel zu weit nach oben. Du wolltest mich da was fragen? Nee, alles gut. Hier? Ich bin gerade voll Scheck gestorben. Ich habe gerade einen Screamer bekommen. So. Jeez. Moin, Moin, wie geht's? Wie Wie steht's? geht's euch denn so? Fragt Drachi. Und ich muss sofort zippen. Was soll das denn? Das ist doch richtig und wichtig. Trinken ist gesund. Mach mal. So, also vom Knochen noch keine Spur, ne? Uns geht's gut, Drachi. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, mir geht's auf jeden Fall auch Noch gut. gut. Noch, ja. So. So, Werf ich das Buch platziere hier schon mal das rein und Buch. dann. Genau. Ich mach mal zu. Tschüss. Was ich fragen wollte, Nero, wie oft hast du schon Phasma gespielt? Ist jemand hier? Gar nicht so oft, 4, 5 Mal. Aber ich Ist gucke jemand sehr bei viele uns? Phasmo-Streams. Genau wie Dead by Daylight. Bist du ein Kind? Oh, das muss ich auch nochmal spielen, auch mal spielen. Schreib Erstmal doch kaufen muss ich aus. überhaupt.
Habe ich das falsche Mikrofon? Aber wie ich schon mal gesagt habe, Nero, ich muss... Wo? Ich komme mal ganz kurz hier rein. Welches Tier wurde gerade bewegt? Oh, Fingerabdrücke. Ja, Finger ist... Oh. Oh ja, Fingerabdrücke. Warte, Foto kommt. Foto haben wir? Okay, ich lasse euch mal wieder alleine. Ist jemand hier? Es lässt noch... Oh, es lässt einen Dämon zu. Ist jemand bei uns? Hatten wir EMF? Bist du wütend? EMF 2. Er hat geantwortet! Au! Ich bin lieb von ihm. Geisterbox? Ich bin weg. Geisterbox? Ja. Na, dann haben wir einen Mimik. Ich merke gerade, dass ich mit meinen Kommandos ein bisschen verschissen habe gerade. Warum, warum weißt du, dass es ein Mimik ist? Weil ich die Beweise eintrage. Fingerabdrücke, Gefriertemperatur und Geisterbox. Alles andere ist ausgekaut. Ist die Videokamera da? Dann muss ich schon, ob es Orbs gibt. Ja, es ist der Mimik. Das sind auch Orbs da. Das ging ja schnell. Aber wir haben die Sachen noch nicht gemacht. Ja, ich gehe mal den Geist salzen. Yes. Salzen, Essen und einen guten Hunger. Ich habe das Parabolmikrofon noch nie benutzt, würde ich sagen. Du schaltest es einfach ein und dann... Wie nehme ich das denn? Achso. Den Sicherungskasten haben wir immer noch nicht gefunden. Irgendetwas wurde mir hier entgegengeworfen. Repariert. Eine Tasse wurde mir gerade entgegengeworfen. Aber den Knochen haben wir auch noch nicht. Ich habe oben mich noch nicht so sehr umgeschaut, so das Ding. Ich habe wohl einen Kaffee getrunken. Einfach anmachen, ne? Anmachen und einfach in die Richtung vom Geisterraum. Wo bist du denn nochmal? Na, hier hinten in der Ecke, dachte ich. Du warst da. Ja, hier. Das ist der Geisterraum. In die Richtung hören. Du hörst aber nur, wenn er aktiv ist. Ich hab 0,6. Warum hast du eigentlich mit dem F-Gerät noch in der Hand? Drück damit. Ich glaube, der muss über 1 sein. 0,4. Oh. Drachi, danke, dass du reinschaust. Freut mich. Aber mein... Oh, scheiße. Golob-Command. Schreibfehler drin. Das war jetzt ein Geistenevent, oder? Ja, bitte? Aber ich bin ganz schnell weg. Tschüss. Ich habe die Knochen gefunden. Liegen in der Garage hinterm Auto. Garage hinterm Auto, okay. Das heißt runter. Ich bin unter... Nein, falsche Richtung. Orientierungssinn. Lass mich jetzt nicht ganz im Stich. Dankeschön. Und gleich von den Seitspuren kannst du auch noch Fotos machen. Das ist in die Garage. Erstmal in die Garage. Ich habe verschockt das Parabolmikrofon weggeworfen. Warum das? Weil ich geschockt war. Ich hol's nochmal. Liegt da ein Kruzifix drin? Wo ist ein Kruzifix? Wo? Nee, glaub nicht. Ist da ein Kruzifix oben, Leute? Nee. Dann hol ich wahrscheinlich ein Kruzifix, dann stirbt uns die Arke weg. Wäre auch gar nicht so wichtig, oder? No, ich will nicht sterben. Wo ich hab 2,6. Wo hast du denn den Knochen? Hinterm Auto. Hinter dem silbernen Auto. Unten drunter. Ah, hier. Linkes Hinterrad. Er ist oben auch durch Salz durchgelaufen. Das heißt, da kann man auch noch ein Foto von dem Fußabdruck machen. Bin unterwegs. Ich hab Fingerfunze. Das die. Ich hab die Musikbox gefunden, Samael. Danke dir. Wo hast du die? Wo bist du, Samael? Ich bin im Geisterzimmer. Fußabdrücke gibt's keine. Genau hier. Samael. Wo bist du? Wir sind hier alle hier, bitte sehr. Viel Spaß damit, ich bin weg, ne? Warte, lass mich ein Foto machen, Junge. Ja, das ist zu spät. Ist schon ganz gut. Ich hab den in der Hand, ich hab noch nicht angemacht. So, was? Ja, das kann. Weil ich ihn schon genommen habe, ne? Ja, es ging uns so noch. Ich bin weg. Wer weiß. Vielleicht kannst du nochmal versuchen, das liegt hier im Raum. Liegt hier im Raum. Und Leute, es gibt. Ja. Wenn ihr im Journal guckt, könnt ihr bei den Fotos gucken, wie viele Sterne die haben. Mehr Sterne gibt mehr Geld. Hallöchen, Laten? Laten? Sagt man das Late so? Late Night. Achso. Oh, ich bin so Late dumm. Night Late Night, deswegen die 8 am Ende. Ich bin so dumm. Danke für den Follow. Sehr süß von dir. Danke. Ich finde den Namen legendär. Wir haben noch mehr Kameras. Selene würde die Box nicht verwenden. Ich möchte einfach nur weg. Ich habe keine Fotos mehr übrig. Boah, war nur ein Event. Seid alle draußen? Ja, wir sind alle draußen. Ich bin draußen.
Aber wir haben von der Spieldose ein Bild. Ich bin aber tot. Was? Was? Nein, der mal. Nein! Stopp! Ja, warte, dann. Ich wollte gerade so schön die Spieluhr benutzen. Und der Geist sagt, nein, das ist meine Spieluhr. Ja, warte, dann gehe ich nochmal kurz rein im Bild. Parabolmikrofon hat immer noch nicht gezählt, dabei war das bei 2,6. Sag mal, wo liegst du? Das Parabolmikrofon liegt im Geisterraum. Oh, ich habe mich in der Länge der Glossbot besser euch hinwerfen. Sag mal. Ich gehe nochmal rein. Ja? Wo liegst du? Im Geister, vom Geisterraum müsste ich liegen. Ja, ich liege vom Geisterraum. Ihr lieben Leutchens. Leadspeak kennt halt heutzutage gefühlt kaum noch einer. Was ist Leadspeak? Leadspeak ist sowas wie 1337. Was ist 1337? Boah, 1337 heißt Lead, also dass du übersetzt die Buchstaben, Zahlen als Buchstaben. Das okay. Ist zum Beispiel bei Noob schreibt man eigentlich mit 2-0. Aber wenn du es in Leadspeak liest, dann hast du Noob. Wenn man nicht N00Buchstaben nimmt. Yes. Was muss ich machen, damit dieses Parabolmikrofon funktioniert? Ich habe das noch nie benutzt, ich habe keine Ahnung davon. Sag mal, du hättest wenigstens noch ein Foto vom Geist machen können, ey. Ich hätte da keine Kamera gehabt, ich habe eine 8, ich hätte Bonzen an. Meine Kamera ist voll. Aber late, naja, okay, das mit der 8, das ist, ich sag ja auch, Könnt ihr mir Bescheid geben? Oh! Good night mit der 8 am Ende. Was los, Akku? Sonst eigentlich nichts. Der ist Aktivität 2. Oh nein, wird er so von sterben? Ja, glaube ich. Jetzt ist er 10. Ja, er jagt wieder. Wir haben das damals noch im Matheunterricht gelernt. Aber heutzutage kennt das von Jürgen wie ich. Ich hab so Angst, ich bin weg, Tschüss. Er ist immer noch voll 10. Wir hatten das in Mathe nicht mehr gehabt. Ich weiß ja nicht. Ich bin voll auf 10. Arke? Bist du noch da? Das Witzigste ist vor allem, dass Good Night sogar Arke, egal ist. Ich hab so viel Angst, ich hab das hätte da Die Jagd ist vorbei, komm. Er ist in beiden dasselbe, nur halt. Er ist runter auf 2. Er ist runter auf 2. Du kannst. Komm raus. Wir hätten das in Mathe früher nicht gehabt, dieses. Er ist auf 3. Mein Herz! Oh mein Jo! Na, alles gut, hier hab ein, zwei Headpads. Alles ist gut. Das Parabolmikrofon hat immer noch nicht funktioniert. Ich hab's irgendwo hingeworfen. Oder? Nein, ich hab's in der Hand. Hier, bitte, macht ihr das. Das große Füchse wurde aufgenommen. Ja, wir können theoretisch noch einfach gehen. Also so wichtig ist mir jetzt das Geld nicht für das Parabolmikrofon. Mana? Ja. Ist es schon gegangen? Ich bin auf dem Weg zum Haus. Sicher, dass du das machen willst. Oh, mein Herz. Ich habe früher wirklich in Mathe. Ich weiß gar nicht, in welcher Generation man das noch in Mathe gemacht hat. Ihr hättet doch wenigstens noch Drugs nehmen können, Leute. Ihr seid unter 30%, also Mana zumindest. Ja, eben. Ich müsste noch irgendwo bei 40 sein. Ja, und ich fahre bei 12. Er reagiert auf Einzelpersonen. Ja. Ich denke gerade zwei am Eingang. In der Tat. Ja. Also. Wenn du Todeswunsch hast, ich halte dich nicht auf. Nee, auf keinen Fall. Ich wollte niemand hat so ein Fass, wo. Ein Todeswunsch, wie ich, wenn ich jedes Mal die Cursed Item benutze. Oh, die Tarotkarten sind witzig. Ja, die sind echt cool. Aber irgendwie mag ich, weiß, dass die Spieler am liebsten, weil die Musik so nice ist. Haben wir alle eingeloggt? Was haben wir eingeloggt? Ein Mimimi. Yes. Wort. Ich war gerade noch in der Küche und habe ich einfach mitgenommen. Süß! Na dann. Wir haben eine Mimika. Okay, Mimika haben wir. Aber warum hat das Parabolmikrofon nicht funktioniert? Ich verstehe das Ding einfach nicht. Vielleicht hat der Geist nicht genug geflüstert. Aber der war bei 3. Das kann man provozieren, solange du die Spieluhr drehst. Singen die Geister das ist meistens mit. Nicht ausgedient. Das habe ich nämlich vor uns mal nachgelesen. Ich lasse die Streams auch nicht laufen, werde aber gegebenenfalls nicht die ganze Zeit aktiv zuschauen, weil Horror ist nicht so, ist eigentlich nicht so meins. Alles gut, Late Night. Okay, dann gehen wir. Late Night, Horror ist auch nicht unseres. So viel kann man dazu sagen. Nicht wirklich. Wirklich. Also wenn ich Horror spielen muss, dann zwinge ich mich dazu eigentlich nur noch. Das ist das erste Horrorspiel, was ich jemals gespielt habe. Ich hab mal früher als Kind Silent Hill gespielt, ich hab Trauma. Aber hier mit so lieben Menschen zusammenspielen, da vergeht das. Yes.
So. Next. Aber ja, mit nur einem Opfer. Ja, ich bin nur gestorben. Das ist nicht schlimm. Arke, du hast mal ein bisschen gespielt. Du bist Level 52. Ja. Weil sie auch übt wie eine... Naja. Du musst dir mal vorstellen, sie war so richtig im Pro-Modus, wo wir gespielt haben. Also, sagen wir es mal so. Ich hab immer mit Mana und Samael gespielt. Eigentlich. Ja, aber warum bin ich dann Level 23 und nicht 52? Ich weiß es nicht. Weil du kein Ende findest, ich glaube, als du zu Hause warst, haben wir auch nochmal Phasmo gespielt. Auch nochmal 3 Stunden oder so. Okay. Ich hatte ja schon einen Phasmo-Collab dazu. Du warst schon Level 9, ja, da warst du Level 0. Ja, ich war mit Baha, war ich Level 0. Danach war ich Level 2 oder so. Ja, ich hatte gespielt. Ich meine, meine Phasmo-Collab ging so weiter, war ich Level 10 oder so. So, Selene hat uns nochmal gesagt, Hinweis, ob er auf Einzelgruppen oder Gruppen reagiert, ist für die Sprachbox. Oh, ja, okay. Ja. Das heißt, er reagiert auf die Sprachbox, wenn mehrere reden würden, quasi. Nee. Nein, ich glaube, sie meint, das mit der Sprachbox ist das Einzige, worauf das sich bezieht. Quasi. Ja. Ah, okay. Alles andere ist egal. Egal, ob das auf jetzt Einzelpersonen oder Gruppen reagiert, der greift immer an. Da will ich ihn immer umbringen. Okay. Okay, okay. Ja, dann umso besser. Dann ist die Information noch besser. So, und was hatte noch Late Night geschrieben? Das einzige Horror, was ich je gesehen habe, war der erste Resident Evil, wobei damals war ich dafür eigentlich noch zu jung. Alle Teile danach sind ja nicht wirklich mehr Horror. Das Ding ist, ich habe bei meinem Papa halt immer zugeschaut, wie er Games gespielt hat. Mein Papa ist richtiger Gamer. Der spielt halt sowas wie Resident Evil, Bioshock und sowas. Und da habe ich als kleinen Arke... Was? Oha. Du bist kein richtiger Gamer. Lass dir das mal nicht sagen. Wer ist kein richtiger Gamer? Hä? Hat das niemand behauptet. Genau, ja. Denke ich mir. Ich bin gerade auf jeden Fall verwirrt. Auf jeden Fall! Ich war gerade verwirrt. Hat mein Papa halt immer sowas gezockt und ich habe Bioshock als Kind auf jeden Fall geliebt. Das Ding ist, ich schaue da gerne zu, solange ich das nicht selbst spielen muss. So das Ding. Bioshock ist doch kein Horror. Ist das kein Horror mit den ganzen Jumpscares und Blut und alles? Kann ich mir nicht erzählen! Bioshock geht da, glaube ich, noch. Es geht noch, aber also die Jumpscares sind schon gemein manchmal. Bradley, thank you. Was ich irgendwann mal on-stream spielen will, ist Space. Mein Papa hat doch gefühlt jedes Horror-Shooting-Spiel dieser Welt schon gespielt. So das Ding. Epic Bradley. Drachi, danke für deinen Besuch auf meinem DC. Ich werde dich auf jeden Fall einstellen. So, haben wir hier mal wieder verschiedene Votes? Ja, haben wir. Yes. Ja, ich habe mein Vote mal wieder vergessen. Und eben, ich finde, dass Bioshock damals, als ich 6 war, Horror war. So, besser ausgedrückt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo mein Vater Resident Evil gespielt hat. Der ist aber kein richtiger Gamer. Mein Papa hat eine PS4 und hat auch richtig Leinwand im Wohnzimmer und dann geht's immer richtig los. Ja, meine Mutter Boxen, ist auch die ganze, die ganze Wohnung bebt. Immer sehr meine wild. Mutter ist auch eine richtige Gamerin. Die geht auch ab hier. Zum Beispiel meine Mutter, die schaut immer zu. Ja? Ja. Selbst spielt die nur so Point-and-Click-Adventures und sowas. Sind wir alle bereit? Also in-game, also schwedisch nicht. Ja, ich war auf jeden Fall bereit. Wie immer. I saw you online, so I wanted to give you a message. Jorin, schön, dass du reinschaust. I can stay in front of you though. I hope you have a nice stream. Thank you, Bradley. Okay, yes. Ja. The stream will be epic. With good people here. So, Late Night ist jetzt inzwischen auch bei mir. Juri einfach, wie man einfach mutiger ist als ich. Das hat nichts mit Mut zu tun, Jorin, sondern das ist Dummheit. Würde ich sagen, legen wir los. Nein. Manas mutig, hat ein mutiges Herz. Er wird sogar alleine reingehen. Was er auch schon ein paar Mal gemacht hat. Wie gesagt, das ist kein Mut, das ist doch reine Dummheit. Aber was? So, Taschennummer. Sarah Hill oder Sarah Hill, wenn man sagen will. Einzelpersonen. Entkommen dem Geist während einer Jagd. Schieße ein Foto vom Geist und wieder das dumme Parabolmikrofon, das ich nie wieder in die Hand nehmen werde.
Das, genau. Das Spiel wird auf jeden Fall, dass irgendwer von uns stirbt. Warte, Arke. Ja? Was hast du schon in der Hand? Thermometer und Wasserbox. Ah, okay. Wie immer. Gut. Ich Buch und Fotoapparat. Wie immer. Sehr gut. Ich habe meine Gedönse dabei. Mhm. Wie immer. DMF. Wie immer, wie immer. Finger und ja, Taschenlampe, okay. Also Standard. Wer macht das Strom an? Ich, wo ist der Strom? Keine Ahnung, wo der ist. Er ist im Keller. Oh, und der Knochen Geist gefunden. Ist im Wäschen. Ah, stimmt, tatsächlich, der Knochen. Mana? Ja. Wo ist der Knochen? Knochen. Direkt hier, Wohnzimmer. Wenn du im Wohnzimmer reingehst. Genau, hier vor der Couch. Wer versteckt seine Wirbelsäule dort? Mana, das ist das, was freiwillig war. Kann aufgesammelt werden. Ach ja, stimmt ja. Ja, wer möchte? Okay, hat schon eingesammelt. Kannst du nochmal ein Foto machen? Oh. Von? Zu spät. Ah, das sind Tarotkarten, oder? Was ist das? Wo bist du, Nero? Ja, das sind Tarotkarten. Nee, ich meinte von den Knochen, weil das war nur ein 2-Sterne-Foto. Blöd, dass ich meine Frames so blitze wie zu spät, ich hab's aufgesammelt. Alles gut, Late Night. Kein Problem. Dann gehe ich jetzt doch endlich mal in den Keller. Ja, yes. ich bin schon im Keller zum Strom anmachen. Kein Problem. Nee, sorry. Das Cursed Item haben wir ja schon gerade gefunden. Ah, das Cursed Item. Wo sind die Tarotkarten? Die sind unten im neben der Haustür. Aus dem Schränkchen hier. Okay. In so einer Schüssel? Warum liegen hier schon EMF und Dots rum? Neben der Schüssel, ja. Weil jemand es schon hingeworfen hat, schätze ich. Die Tür war da hinten schon offen, als ich reingegangen bin. Aber 14 Grad. Du bist sicher, hier der Geist ist. 16 Grad. Das heißt ja nichts, ne? Ich bin mir nicht sicher. Auch nicht. Aber das ist der einzige Hint, den wir gerade haben. Ist auch warm. Übrigens, im Licht verliert er nicht so schnell Sanity. Ja, das habe ich schon bemerkt. Lass es dunkel werden. Wir müssen die Sanity verändern. Wir müssen insane werden. Wir sind schon insane. Ja, aber so 100% schon insane. Geh mal kurz in den Keller. Da gehöre ich auch hin. Da waren gerade eben 2 schon. Wo? Ja, aber ich habe doch das Thermometer. 15 Grad. War eigentlich schon jemand oben? Ich glaube nicht, ne? Nee, da gehe ich gleich hin. Ich bin gerade oben. Oben waren auch schon 2 von den Schränken offen. Wer hat gerade Klavier gespielt? Das war gerade mein richtiges Meisterwerk. Na. Das war ich. Nee. Okay, oben ist in dem Zimmer, sind Schränke offen. Warum liegen hier Dots? Die das hatte ich mich auch gefragt. Immer diese Frage, warum liegen hier Dots? Wird hier verloren? Also ich glaube, es ist das legendär. Zimmer oben rechts. Wo oben rechts? Ja, wenn du den Flur lang gehst, ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts. Nee, sagt alles wieder nicht. Hier ist relativ kalt. Inwiefern bist du dir da sicher? Auf dem Weg zu dem Zimmer waren alle Dinger offen, alle Schränke und der Schrank da hinten war auch schon offen. Okay. Wo? So, Dinger? Der Raum hier? Welche Tür hat sich bewegt? Der, in dem letztes Dots ist. Da ist es zu warm drin. Irgendeine Tür hat sich bewegt. Ich will einen Fingerabdruck haben, aber ich finde keine Tür nicht. Das sind 16 Grad. Das Ding ist, hier waren irgendwo 8 oder... Fingerdruck habe ich nur noch Namen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Temperatur gibt nur wirklich Ausschlag drüber, wenn die Friertemperaturen sind. Nein, unter 10 Grad. Nee, auch so. Unter 10 Grad, ja. Mhm. Alles über 10 Grad ist ganz ausschließend tatsächlich. Das Ding ist, hier in dem Raum sind auf jeden Fall 7 Grad, 6 Grad. Okay. Im Badezimmer ist es zu warm. Aber ich hatte drüben nochmal einen Raum, da waren auch 8 Grad drin. Schauen hier nochmal, wo ist der? Ich glaube, der ist nochmal kälter. Hier sind 5 Grad. 7 Grad. Eieiei. Das Badezimmer. Hier sind 4 Grad drin. In welchem Badezimmer? 3 Grad, ich denke, es ist das Badezimmer dann. Ja, hier. Licht ist wieder kaputt. Licht ist wieder kaputt, ja, dann bringt das Thermometer auch nichts. Ja, das Thermometer geht nur, wenn der Strom an ist. Sonst ist es immer kalt. Dann geh ich mal runter. Wenn ich wieder runter finde. Ich kann ja trotzdem hier schon mal versuchen, mit der Geisterbox zu interagieren. Ich bin unterwegs, Mann. Also, Strom ist schon länger aus. Bist du ein Junge? Ich geh mal raus.
Wo war Mr. Stromkasten? Na, da ist Mr. Stromkasten. Ob es auch sind Bist du drin. Wütend? Ich bin dann erstmal AFK essen, bis gleich. Bist du ein Kind? Night. Guten Hunger auf jeden Fall dir. Bist du alt? Kannst du uns wehtun? Ich glaube, ich muss ja für Kommentare, wer es vielleicht mal Mute-Button hier einrichten. Willst du, dass wir hier sind? Bist du wütend? Bist du freundlich? Ja. Aber nur, wenn euch das stört. Bist du bei uns? Oh, das Radio ist angegangen. Wurstsalat selbst gemacht und Laugenstangen. Oha. Bist du hier? Das hört sich episch an. Ja, du kannst doch fragen, ob er dir ein Zeichen gibt. Gib mir ein Zeichen. Ja, wie öffnet die Tür oder so ähnlich auch und so alles. Ich weiß nicht, was alles für die Box gilt. Was soll ich meinen? Hat sie erstmal das Buch und geh. Warte, ich hole noch kurz eine Kamera. Ja, die steht in einem anderen Zimmer. Können wir dir helfen? Er hat geantwortet. Und wieder ja, geantwortet. Hat. Und das spielt erst im Radio rum. Sag mal. Ja, auch die ganze Zeit tatsächlich. Ja, der ist hier drin. Ja. Zwei IMF-Geräte, sehr gut. Ja. Schreib in das Buch! Geist, schreibe in das Buch hinein! Schreiben Sie in das Buch! Er hat in das Buch geschrieben! Ja, yep, er hat voll in das Buch geschrieben. Er hat dann geschrieben. Ja, der hat voll. Ich verstehe das gar nicht, der hat einfach reingekritzelt. Könnt ihr mal die Tür direkt vor euch zumachen? Aber hier ist gar kein Dings drin. Kein. Oh oh. Ich gehe. Oh. Sag mal. Das ist dann schon merken. Samuel, kannst du die Tür zumachen? Oh, toll, ich hätte jetzt keine Kamera gehabt. Oh, mein Herz. Tür. Oh, wir haben gerade eine Neune. Wir haben eine Neune. Ein Geisterorbs haben wir auch. Tatsächlich. Gut, also wir haben Orbs. Ein Mare. Aber keine Fingerabdrücke. Okay, das ist ganz gut, dass wir die ganze Zeit das Licht aus hatten. Ja, ich sterbe jetzt. Dass wir das Licht anhatten. Nee, er jagt gerade. Er tötet gerade Samuel. Ja, einfach so. Samuel, nein, ich schaut wieder! Samuel ist aber auch der es immer herausfordert. Ich stand doch noch da, hat auch nichts gemacht. Samuel, hast du noch die Tarotkarten? Denk da unten. Was, ja. Ja, Marke. Du musst jetzt in meinem Namen die Tarotkarten benutzen. Merk's. Ich gehe mal kurz sonst was machen? Für die Versicherung ein Foto machen. Ja, Parabolmikrofon muss noch gemacht werden. Hat das jemand? Hier ist keins. Ich höre auch den Geist, dass er gerade im Jagen. Der stand da so und guckt so rum. Wo ist denn der? Vielleicht haben wir auch keins dabei gehabt. Ich habe nur gehört, wie die Geistertür sich die Haustür abgeschlossen wurde. Ja. Also, alles klar. Aber das habe ich nichts gemacht. Wo liegst denn du? Nein. Er jagt schon wieder. Macht ein Foto, wenn ihr dabei seid. Mana, lauf! Ich werde sterben. Er hat mich. Du bist aber rückwärts gelaufen, das war keine gute Idee. Wo bist du? Im Erdgeschoss. Aber Ark hab ich eben einfach allein gelassen. Das hat keine Fotos mehr über. Ja, ich hab versucht, ein Foto vom Geist zu machen. Er kam mir direkt auf mich zu. Die Sicherung war an, ne? Ja, glaub schon. Rest in Peace, Mann. Rest in Peace. Arke, lass uns ein Kreuz mitnehmen. Die Sicherung ist aus. Oder sollen wir aufhören? Ich weiß nicht. Schafft es schon. Ist aus. Also wir sollten schon mal den Schutzengel für euch. Wir haben kein Parabolmikrofon. Ja, wir sollten ein Foto von den beiden machen, dann verlieren die nicht so viel Geld. Ich habe von Mana ein Bild gemacht. Hast du von Samuel kein Bild gemacht? Ich bin oben gestorben. Ich konnte nicht hoch, also habe ich mit dem letzten Bild vom Geist. Ja, das kriegen wir hin. Wenn nicht, dann sterbe ich halt. Ich hab viel Geld. Wo bist du gestorben? Im Raum? Ja. Direkt im Raum.
Geist ist gerade völlig inaktiv. Und raus. Oh nein. Der jagt. Oh ja, er ist Max. Der hat gerade keinen. Der will euch gerade holen. Max! Seid ihr alle draußen? Eine Mare ist aber aktiver, wenn ihr das Licht auslasst. Das heißt, macht das Licht wieder an. Gut, dass du das jetzt sagst. Kommt gerade die Treppe runter. Ich bin tot. Oh, okay. Aber kein gutes Versteck. Ja, nee, ich nee, auch nicht. Nee. Sag ich doch, ich bin schlecht in sowas. Bitte. Mach, dass du rauskommst, dass wenigstens irgendeiner überlebt, bitte. Also ich habe die Kamera, glaube ich, dabei, falls du mich doch fotografieren willst. Aha, ich habe tatsächlich ein Foto von euch allen gemacht. Hä, was? Warte. Der arme Nero einfach einsam, jetzt alle gestorben, alle seine Freunde gestorben. Das ist schlecht, der hat gar kein Foto von dir gemacht. Wer hat gar kein Foto von dir gemacht? Von Arke hat er gerade kein Foto gemacht. Wer? Wahrscheinlich, weil Arke noch am Sterben war. Nein. Ja, dann. Ich glaube nicht. Schaffen Sie, Herr Nero. Erstmal ein paar Tic-Tacs einwerfen. Ey, ohne Witz. Nutzen Sie Ihre Fuchspower. Ne, davon habe ich leider nicht so viel. Ach, schade. Wird schon. Einfach so das Fuchsfeuer benutzen, das ganze Haus abfüllen. Mein Herz ist jetzt auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber ein Foto von Acker gemacht. Danke. Oh, Mann, jo. Dummes Mare-Ding. Hä? Foto gemacht. Für den Kamin. Ja, ein Mare hat halt Angst vor Licht. Deswegen hat er auch die Sicherung rausgeschmissen. Also Arke, ich bin mir ohne Foto. Also, ihr habt gerade gesehen. Hä? Ich habe gerade auf jeden Fall ein Foto gemacht. Kann sein, dass das Fotoalbum voll ist. Falls es geht. Ich glaube, die Wand ist einfach voll. Und ich meine, da sind alle Bilder drauf. Ich glaube, es ist einfach nur voll. Nur noch ich bin übrig, es tut mir leid. Du hast 3 Tote als Bilder. Ja. Würde ich passen. So, Mara, habt ihr alle eingeloggt? Yep. Ja. Dann ist es aber immer doch kein Mara. Arke? Ja. Hast du eingeloggt? Yes. Okay. Ich habe einfach gerade eine Nudel verloren. Ich hätte gerne einen 50 Joker. Oh nein, nicht die Nudel. Ich hatte heute auch Nudeln. Ravioli, das sind quasi auch Nudeln. Ravioli sind auch Nudeln, ja, in der Tat. Mara, was hattest du heute? Nudeln? Nein. Schade. Da musst du heute wohl noch Nudeln essen. Aber ich kann mir vorstellen, die Bolognese von Arke war bestimmt episch. Die war nicht so Arke episch, wie du sie dir vorstellst. Arke kann gut kochen. Ja. Hab ich gehört. Hab doch gehört. Was man so auf Twitter sieht, ist nicht enttäuschend. Sieht aus wie Essen. Miau. Ja. Ich habe schon Essen gesehen, was weniger nach Essen aussah. Ja. Will Arke bekochen eines Tages mal? Oh, würde ja. Ich machen. Ich kann ja mal sagen, was für diese Woche geplant ist. Da ich am Wochenende so lange streame, gibt es nur Linsensuppe aus der Dose und Apfelstrudel aus dem TK. Au! Das ist sehr gut gekocht. Und dann, was mache ich noch? Was habe ich noch auf meiner Liste? Schnitzel mit Kartoffeln und Pilzsoße. Das wird lecker. Sehr lecker. Dann habe ich noch einen Tomaten-Mozzarella-Nudelauflauf auf der Liste. Auch sehr lecker, hoffentlich. Sehr lecker. Und Reispapierrollen mit Reis, Schweinebauch, Gemüse und Kräutern mit Erdnusssoße. Und lass dann... euch beirren, die. Jetzt, sorry. Kein Ding. Oh, ich hab doch eine Sache. Nämlich vegetarisches Curry. Oh. Sehr gut. Deswegen habe ich auch 5 Kilo Reis gekauft. Wie man auf meinem Twitter sehen kann. Ja. Bis morgen sollte es reichen. Ja. Also lasst euch nicht beirren von diesen 300, die da stehen. Ich hab das nämlich genauso gemacht, wie Nero das hier gerade macht. Was? 300? Was 300 was? Körbe geworfen, abgeschummelt hab, meinst du? Ach so. Von unten durchgeworfen. Ja. Ja, gibt doppelt Punkte. Ich hab auch,
Auch eines Tages. Auch mal gesagt, dass ich eines Tages werde ich Oma bekochen. Ja, mit Gnocchi. Gnocchi, genau. Gnocchi, Gnocchi. Also bei mir gibt es morgen viel Naht später Nudelauflauf. Ich mag kein Feta. Ja, Neues. Ich gehe in die Ecke und schäme mich. Das ist okay. Ich mag auch keine Pilze. Weichpilze sind so lecker. Der Feta auch. Ich weiß gar nicht, was mag ich nicht. Was machen Pilze auf einer Pizza? Was? Sie fungieren als Belag. Oh Mann, ach, ja! Nee, hey, aber so kleingeschnitten oder so auf Pizza oder so oder gegrillt finde ich die voll in Ordnung, aber so als labbrige Beilage in Pilzsoße finde ich gar nicht mehr so geil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mag. Was ich nicht mag, meine ich. Ich mag keine Zwiebeln. Tja, was sagt ihr jetzt, ne? Bäh. Gibt es. Ich meine, es gibt Menschen. Ich meine, es gibt Menschen, die mögen keinen Fisch. Und ich mag keinen Fisch. Ja, ist auch nicht schlimm. Also ich du magst mag keinen Feta, du magst keine Zwiebeln, höchstwahrscheinlich magst du auch keine Oliven. Ja, in der Tat. Oha. Ich mag keine Aubergine. Aber auch, Tomaten, die nicht gekocht sind, isst du auch nicht, ne? Doch, Tomaten. Ich mag Tomaten. Ich mag Tomaten, Punkt. Also ich mag vor allem Tomaten im Salat oder in Caprese. Sehr lecker. Und ich esse natürlich auch Tomatensoße. Tomatensoße auch lecker. Okay, isst du Knoblauch? Ja, Knoblauch, toll. Oh, Knoblauchsoße, ah, okay. Oh, so gut. Oh, ich liebe es. Und immer an Fleisch, ja. Immer Knoblauch. Jawohl. Also, seine Knoblauch mag, kann ich weiß, davon hinwegsehen, dass du keinen Fisch und so magst. Also, ich hasse Fisch. Ja, ist ja schlimm. Ich meine, ich esse wirklich alles an Meeresfrüchten, so gut es geht eigentlich fast. Ja, ich auch nicht. Ich mag keine Garnelen, ich mag keine Muscheln, ich mag keinen Fisch. Ich mag nicht mal Nori. Also diese Seetangblätter, die mag ich auch nicht, weil die schmecken nach Meer. Und das mag ich nicht. Das ist nicht schlimm, ist daran. Ich meine, die einen mögen das ja. Ich esse Fischstäbchen, das war's. Sagen wir es mal so. Ja, aber Fischstäbchen haben alles mit viel zu tun, aber nicht mit Fisch. Ja, mit Panade, lecker. Oh, jetzt bin ich arm, aber wir haben ein bisschen Ausrüstung. Ach stimmt, wir müssen gerne noch Sachen kaufen. Ne? Ja, stimmt, ja. Ich vergesse das mal. Ich mag vor allem von der Pizza immer die Früchte, die Mara oder die Della Casa. Della Casa mit dicken Lackstückchen und Garnelen und Hummerstückchen drauf. Also ich drück mal auf bereit, ne? Die ist aber sauteuer. So, habt ihr denn alle schon euer Haus gewählt? Nein. Ich hab schon, ne? Ja, ist ja egal, du müssen nicht alle wählen. Also wenn ihr drei Willow Street machen wollt, dann gehen wir nach Willow Street. Ah, okay. Eines Tages mal die Ofen, Lockies. Seid ihr bereit? Yes. Apropos, ihr wisst ja, danke. Ich liebe Wichteln sehr. Ja. Und momentan fängt bei mir total die Wichtelsaison an. Und ich habe auch bei einem Video über Wichteln mitgemacht. Also ich mache da mit. Es wird sehr wild. Ui. Und da bin ich heute auf Fiverr gegangen und habe schon direkt ein Bild in Auftrag gegeben und es sieht sehr schön aus. Ich habe schon direkt die Skizze heute bekommen, es ging richtig fest. Die war so nett und es sah so hübsch und knuffig aus. Ich bin so gespannt, wie es aussieht. Ich bin so hyped. Dabei ist das Bild nicht mal für mich. War du. Ah, ich bin so gespannt. Ich kann sich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr gefällt das, was ich ausgesucht habe. Wir haben immer Essen als Thema, weil Essen ist episch. Ja, über Essen kann man immer reden, finde ich. Ja. Aber also, nächstes Mal kommt ihr ja zu Besuch. Ihr beiden, Cheese und Kalisto, und dann bekoche ich euch auch. Nice. Über Essen kann man halt immer reden, weil jeder Mensch isst. Ja, genau. Das ist zumindest die Lebendigen. Aber mit den Toten redest du auch nicht so viel. Aber wenn ich den Ofen genug mit Toten mache, mache ich mehr. So, dann würde ich sagen, wenig. Weil man kriegt Hunger. Och nö, ja. Ich habe aber gerade erst gegessen, so das Ding. Aber man kriegt Hunger, ja. Ist ja schlimm. Ich habe immer gern Hunger. Holt euch am besten jetzt schon mal einen Snack für den Stream, es wird lang. Genau. Und wenn wir weiter über Essen reden, dann wird das eine ziemliche Challenge. Ich froh, dass ich mir einen Anstandsrest von den Ravioli gelassen habe, ey. Thomas Watts, Einzelpersonen, verwende ein Kruzifix.
um einen Geist an der Jagd zu hindern. Schieße ein Foto vom Geist und ihm FMS-Gerät über natürliche Fähigkeiten aufzunehmen, irgendwie. Oh, cool. Let's go. Das sind Aufgaben, die wir tatsächlich noch hinkriegen. Außer ja. Vielleicht das mit der Jagd. Einfach das Kruzifix in den Raum werfen. Nee, nee, ich meinte Foto. Das Foto, meinte ich. Ja, das Foto, ja. Das Foto, ich habe auf jeden Fall eine Kamera dabei. Ach so, ich habe jetzt keinen EMF. Das war gar nicht so klug. Wo ist denn der Stromkasten? Ich habe einen EMF. Der Stromkasten ist in der Garage. Ich Acke, du bist... Ja, Samael ist gerade da, ja. Ah, ich bin hier. Acke hat ihn. So, ja, ich hab gar nicht zugehört, sorry. Alles gut. Ich habe das EMF-Gerät dabei. Kehr von uns zu Nero, Mr. Nero. Ich muss erstmal ein bisschen warten, bis es wieder warm wird. Geh mal kurz in den Keller. Keller sind... Ach ja, es war ja noch gar keiner. Waren ja alle in der Garage. Geist, bist du hier? Ist aber schon mal warm, kann ich sagen. Wenn du hier bist, dann hau mal einen von den anderen. Aber. Sag mal, was soll denn das? Geist, wenn du hier bist, wer ist das? Geist, wenn du hier bist, verprügel bitte Nero für uns. Nero? Ja, du bist sehr gemein. Bin ich gemein. Das ist sehr inakzeptabel hier. Ich habe übrigens den Knochen gefunden. Das ist so gemein, wie ich bin. Und wo sind alle so los? Keller runter, erste Tür. Da bin ich einfach nur blind. Nee, die Tür war noch nicht offen, du bist durch die zweite Tür gegangen. Achso. Dann sind wir alle so lieb zu dir, Nero, und dann kommt das. Echt so. Nein, alles gut. Ich fühle mich hintergangen, nee. Ganz ehrlich. Ja. Ich habe euch alle lieb, das wisst ihr, weil ja. Ihr hattet doch noch 2 Minuten Schonfrist. Natürlich würde ich sowas nicht behaupten, wenn die Schonfrist um ist. Okay. Das wäre fies. Ich möchte nicht, dass wir das Geist schubsen. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir mal zu dritt den Geist schubsen. Zu viert. Ja, Gruppenmobbing ist sehr cool. Wie ich mal gesagt habe, ich wünsche mir, man könnte im Spiel einfach den Geist ins Lab geben. Gibt's hier einen zweiten Stock? Nee. Nee, also, wir haben den Keller und wir haben Erdgeschoss. Hier ist das Ouija Board. Wollen wir ein Foto machen? Bevor lass mal benutzen? Foto machen. Wo liegt's? Im Wäschekeller. Also da, wo wir gerade alle waren. Hinter der Garage. Und es ist auch nicht so klein. Dann ist der kalteste Bereich, den ich bis jetzt gefunden habe, hier dieser Esstisch. Ja, wir fragen den Geist, ob er einfach wo er ist. Ja, habe ich das bitte nicht gesehen. Das ist ja gut. Sag mal. Ich bin blind. Hat jemand ein Foto gemacht? Ich bin noch im richtigen Keller. Wo seid ihr denn? Gesagt, Keller. Nee, nicht Keller. Hinter Waschraum. Waschraum, bei der Garage hinten dran. Sorry. Alles gut. Dann machen wir ein Foto und dann fragen wir dann einfach, wo er ist. Ja. Sag mal, dein Turn. Geist. Achso, war nur kurz, wie benutzen das? Nero macht das jetzt. Du musst immer Goodbye am Ende sagen. Ganz wichtig, sonst tötet er uns. Ganz wichtig. Ja. Ja, zumindest. Oder glaube ich, wie benutze ich das? Platzieren mit F und dann rechtsklick drauf. Platzieren mit F. Einfach am Boden legen. G. Dann links klicken, dann kommt da so ein Pfeil. Achso, dann okay. Fragst du, wo der Geist ist. Jetzt kannst du fragen. Na, hallo Geist. Das ist ihm egal. Bist du da? Ich muss fragen, wo bist du oder sowas. Geist, wo bist du? Living Room? Living Room. Ja, okay, ist auch am kältesten tatsächlich. 1 Grad, ja, passt so. Was können wir noch fragen? Am besten einfach Goodbye sagen. Ja. Goodbye. Okay, tschüss. Geist, kannst gehen. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Goodbye, musst du sagen. Goodbye. Bist du auch der Ingame-Voice gerade oder bist du? Ist der hier. Tschüss. Geist. Der Geist reagiert auch auf das Goodbye, das ist schlecht. Ja. Das Ding ist, jetzt. Okay, weil wenn du Goodbye sagst, dann verschwindet das Dingsbums kurz und dann weißt du, kannst du aufhören. So, ich hab mal hier erstmal das Teil dahin gelegt. Hat gerade nicht reagiert auf irgendwas, ich hab's glaube ich gerade wieder aktiviert, oh nein. Dazu habe ich kurz gesehen. Wir sterben jetzt alle. Ich bin leider voll. Darf noch viel für die Gegend tuckern. Wünsche euch noch für einen schönen Stream. Sagt Cheese.
Danke, tschüss. Dankeschön. Dir einen schönen Abend. Hast du jetzt schon, hast du, bist jetzt fertig? Darf ich jetzt bitte die Geisterbox benutzen? Das war ein Scherz. Du darfst gar nicht die Geisterbox benutzen. Erstmal. Bist du Schönen ein Abend Junge? wünsche ich dir auf jeden Fall, Schieß. Geh weg. Und später auf jeden Fall auch eine wunderbare Nacht. Wo ist die Gute Nacht. Tasse hin? Habt ihr die Tasse hingestellt? Ich hab sie gerade weggeworfen. Das ist halt Ach, ein. sag Ja, mal, das ist. ey. Das war eine Interaktion. Das war meine Interaktion. Nee, die war davor, lag die da auf dem Boden. Aber ich glaube, das ist eigentlich die. Ich meine, wenn das von jeder Interaktion ein Foto machen willst, glaube ich, das braucht man gar nicht. Es gibt Geld. Alles Geld. Sicher? Echt so. Ja, Geld Geld, regiert die Geld, Welt Geld, und jetzt Geld, Geld. verpisst euch hier auch raus. Ich will hier mit dem Geist sprechen. Oha! Ja, nehmt euch ein Zimmer, meine Güte. Du Sag bist aber mal, ganz. ey. Du bist aber ganz schön wolfig hier. So. Bist du wütend? Ja, jetzt bestimmt. Bist du ein Junge? Aktivität 6. Er heißt Thomas, natürlich ist es ein Junge. Bist du jung? I see you. Bist jung und Kannst du brauchst das sprechen? Geld? Willst du, dass wir hier sind? Oh, ich hab Dots gesehen. Willst du uns wehtun? Ich Du glaube, ich hast habe Dots gerade gesehen. Dots. Ja, der lief Kannst gerade du irgendwas mit sprechen? Dots. Dort siehst du eigentlich nur durch die Kamera. Naja, eigentlich nicht. Bist du Ach so, freundlich? Ja, ich habe komischerweise. das auch gerade schon gesehen und gehabt, tatsächlich. Ach so, ja, Dots. Nee, sorry, ich dachte an Orbs. Bist du wütend? Können wir dir helfen? So, Dots ist ein Ja. Oder Ich was? stelle mal ganz kurz die Ja. Kamera auf. Sind auf Natürlich. 9. Ja, wie ich hier Sinne. am Reinlunzen bin. Aber irgendwie Beobachtet. reagiert er Ja, nicht. sag mal, er hängt da doch mit meinem Kopf drin. Ich weiß noch nichts. Ich bin draußen. Also ich kann auch nicht entspannt Pipi machen, wenn mir jemand zuguckt. Ja. Samuel, mach Das du habe das ich. mal hier, bitte. Viel Spaß. Oh nein. Bis Samuel, war schön mit dir. Du Sack, red jetzt immer. Wir brauchen Antworten. Frag ihn mal noch ein Zeichen. Mach mal die Tür auf und zu irgendwo, keine Ahnung. Zeichen, klopfen. Das warst du jetzt, ne? Ja, das war Oh. ich. Gib uns ein Zeichen, Herr Geist. Es sind Geisterorbs da. Top, So, ich bin aber Obst. gerade. Oh, hallo Ryoshi. Hallöchen. Wut funktioniert nicht. Bist du denn schon am Feuer? Oder was ist los? Warum Oh, schaust du so besser. traurig? Ah, ich hab keine Kamera dabei. Verdammt, ich hab den vor mir gehabt und die Tür war dazwischen. Er ist direkt beim Ouija-Board. Ja, wo Da sind steht Sie, Herr er. Geist? Sind Sie hier? Bist du hässlich? Bist du kernbehindert? Ey. Was Konnte denn? was. Ja, siehst du, er ist kernbehindert. Da Ach so, Event. Au. also Ryoshi, ich erkläre dir Ah. das mal kurz. Apropos, hier mal mein Mod. Ich finde es auch ein bisschen verwirrend, Mach ein Foto, dass mach da ein zwar Foto. steht, mach das Holz an, aber da steht gar nicht, setz dich ans Feuer. Und deswegen tun ganz oft Leute Ausrufezeichen Wut schreiben, obwohl sie noch gar nicht dran sitzen. Stellungnahme Stimmt. dafür bitte, Shadow Sparkle sofort. Auf jeden Da ist Fall. jemand. Ausrufezeichen Cozy, dann setzt du dich da dran. Ans Feuer. Und es geht alle 10 Minuten nur so aus. Man läuft dann automatisch dran, wenn man Hashtag Wut eingibt. Woher soll ich das denn wissen? Auf jeden Fall, da dürfen maximal 4 Leute pro Sitzung sitzen. Und alle 10 Minuten oder so geht das Licht immer aus. Dann musst du mit Ausrufezeichen Wut in den Wald laufen und Feuer holen. Feuerholz. Dann geht das Licht wieder an. Das seht ihr unten im Layout. Ihr seid dann süße kleine Wolfs. Sagen wir es mal so. Ne? Ryoshi, du hast gefragt, wie es mir geht. Mir geht's gut und den anderen auch. Ja. Geisterbuch ist Außer nicht. Mana. Mana ist tot. Ja, danke schön. Ja, war ich ein Geistbeleidiger, aber es kam behindert und dann hat er gesagt, was ist kam behindert? Ich hab den Geist nicht mehr auf mich zukommen sehen. Habt ihr schon ein Bild gemacht? Mana haben wir Von fotografiert. Und Mana, hallo! Und hallo, Juri, du kleine oh. Cutie! Hallo! Wir brauchen noch ein Kruzifix, der ist dreimal angemammt. Ich hab's Ich habe dabei. das Kruzifix schon hier reingeworfen gehabt, ne? Ja, wir haben noch eins. Was ist das? Wie platziere ich das? Einfach reinwerfen, G. Mit G und dann einfach reinwerfen. EMF hat keiner, ne? Da drin. EMF müsste irgendwo in Ich diesem nicht Layout mehr. überhaupt. So.
Das ist doch schön. Hattest du einen schönen Tag? Ja, mein Tag war ganz gut, würde ich sagen, EMF tatsächlich. Dann gehe ich mal mich im Haus umgucken. Aber EMF 5 hatten wir bisher. Ich glaube, EMF 5 kriegen wir auch nicht. Obersgesetz hatten wir, ne? Geisterbuch schreibt da auch nicht rein. Also, ja. Friertemperaturen sind es auch nicht. Schreiben Sie ins Buch. EMF 2. Also entweder müssen wir Fingerabdrücke oder Geisterbox finden. Eins von beiden. Samael, hast du denn schon Geisterbox gemacht? Hat er nicht geantwortet? Nee, er hat nicht geantwortet. Der hat sich nur aufgeregt über meine Beleidigung. Wir sind doch keine UV-Taschenlampen mehr. Ich habe eine in der Hand. Ja, dann schau mal. Ich habe eine in der Hand, ja. Eigentlich will ich das nicht machen, aber okay. Nero und ich, also ich nehme mal auf jeden Fall meine Pillen. Weil der ist sehr aggressiv. Wie sieht es bei mir aus? Ich habe 62%. Ja, der ist sehr aggressiv, der hat das nur kurz Weg schon wieder angenagt. Hat er? Einmal hat er schon wieder angenagt. Ja, das Sprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Sag mal seinen Namen. Wer ist der Name? Wer ist der Name? Thomas. Thomas. Thomas Watts. Thomas Watts. Mr. Watson. Mr. Watson, bitte melden Sie sich. Also Newcomer würde sofort abgehen. Da geht er. Er ist da. Ulmisch, komm, schaffst das. Ja. Oh, der kam direkt auf dich zu. Natürlich. Der steht direkt dort, wo das Ouija-Board ist. Von genau da kam er auf dich zu. Wie ich einfach nicht weggerannt bin. Ja, Nero wollte heute nicht streamen. Der ist heute nur zu Gast. Epischer Fuchs. Das ist von Yokai, ne? Ja, der mochte mein. Der mochte wohl nicht, wie ich deinen Namen ausgegeben habe. So. Wer fragt? Thomas Watts? Nee. Yorinaki fragt, ob du heute auch streamst. Nee, ich stream halt nicht. Hier kommt's. Ja, ich hab eure Chats mit offen. Ake, wollen wir gehen? Können wir noch irgendwas machen? Wir können eigentlich nur noch ein Foto von ihm machen. Ich weiß gar nicht, was wir alles haben. Was haben wir denn alles? Wir haben alles bis aufs Foto. Ich meine von den Sachen, Beweise. Ja, wir haben noch zwei Beweise. Dort sind Gäste auf Amunung, glaube ich. Oh, ja, stimmt. Wir haben aber auch, dass er halt ziemlich närrisch ist, wenn man direkt nebendran spricht. Das gibt's ja nicht als Beweis. Am Montag können wir Mana mitnehmen in Phasmo. Mana? Was? Willst du Phasmo am Montag mit Yori? ich durfte auf jeden Fall frei und Zeit haben. Warum nicht? Wann etwa? Geist. Ich möchte nicht reingehen. Geisterbox, ne? Das Ding ist, wir können es halt auch nicht. Und Geisterorb. Hatten wir Geisterorb schon? Geisterorb haben wir. Also. Na komm, wir nehmen jetzt Yokai und fahren weg. Ich stelle Igel. Das ist sehr unangenehm. Haben wir Bilder gemacht? Denn? Ja, wir haben von allen Bilder gemacht. 18:30 Uhr. Ja, wir waren gerade auf 10. 18:30 bis 21 Uhr etwa. Meint Juri. Okay. Ja. Mana ist dabei. Schreib ihn mit rein, Juri. Also ich check's mittlerweile nicht mehr, wer dabei ist, weil Yori hat mir neulich eine Liste von vier Leuten, also drei Leuten inklusive mir geschickt, hat gesagt, die sind dabei. Dann gab's noch eine andere Person, die dabei ist, und wenn jetzt Mana auch noch dabei ist, ich check's einfach nicht mehr. Also Yori meint jetzt Leute. Nero und Trapezi? Ja. Trapezi, sind dabei. Okay. Ja, ich habe die anderen ja abgesagt. Habt ihr alle Yokai eingewählt? Oder wählt ein, was ihr wollt? Ich nehme den Yokai. Ich hab den auch ein, ja, hab ich auch. Ja, gut. Ja, ich glaube nicht, dass es ein Banshee ist. Mana, ich hoffe, du hast eingeloggt. Tut mir leid. Ja, klar, hab ich. Wäre das ein Banshee, hätte ja eigentlich nur eine bestimmte Person gesagt. Ich weiß halt nicht, wenn die bestimmte Person tot ist, jagt ihr dann einfach wen anders? Suchst du wem anders aus? Ja. Mhm. Dann kann sein, dass er genau in der Reihenfolge getötet hat. Ein Raiju! Haha, ja, toll. Noch schlimmer. Aber das Raiju nimmt sie die Kraft aus Elektrizität. Auf Elektrizität zugeht, ne? Ja, genau. War das so? Ja. Okay. Warte. Geister. Raiju. Ich sehe gerade, nächste Woche habe ich auch schon so viele Collabs. EMF 5, Geister auch und Dots. Hä?
Wir haben doch die ganze Zeit EMF gemessen, das war nicht einmal 5. Ja, es dauert manchmal einfach total lange, muss man schon echt so geben. Ah, falsche Störung, ständig elektronische Geräte, sodass beim Angriffen leichter aufzuspüren sind. Ja, okay, das hätten wir sehen können. Wer ist denn alles? Juri fragt, ob irgendwer von uns noch Gardic vorne am Mittwoch 19 Uhr dabei sein will. Nein. Mana wahrscheinlich eher weniger tatsächlich. Mittwoch 19 Uhr. Wie lange geht es denn? So, ich trinke und strecke gleich. Und wer ist da dabei? Ist die Frage. Auch noch. 22 Uhr fängt es an oder es geht bis 22 Uhr? Ja, wenn er 19 Uhr anfängt, dann wird es 22 Uhr aufhören. Ja, okay, ich war nur kurz dumm. Okay, 19 bis 22 Uhr, ja. Ich danke dir. Wie viele Leute seid ihr denn bis jetzt? Und wer? Oh ja, ich habe eine Menge Geld von der Versicherung zurückbekommen. Wie viel? 140 etwa. What? Ja, ich habe 4 von Ausrüstung gestellt. Kräftig shoppen. Früh shoppen? 1500. Ich würde sagen, grundsätzlich könnte ich Mittwoch um 19 Uhr. Es gibt bloß eine Person, mit der ich nichts mache. Sagen wir es mal so. Beziehungsweise sie nichts mit mir macht. Und deswegen frage ich lieber davor nach, wer dabei ist. Ja, ich finde diesen Nero auch doof. Ja, der Nero, der will mich nie dabei haben. Der ist halt scheiße. 19 Uhr bis 22 Uhr? Mhm. Wer ist schlecht dabei? Das Ding ist bloß, ich hab geschafft, wir haben der Frison, Mrs. Kettgnar, mich und Kalma. Kalma ist es die der Pinguin? Kalma sagt mir was. Kalma müsste der Pinguin sein. Du müsstest kein Pinguin sein, ja? An sich hätte ich Interesse. Tatsächlich. Ich genauso. Was denn, Mana? Wie macht ihr das? Inwiefern? Das geht doch gar nicht mehr. Dodo Brothers machen gerade ihren 4. Resub und ich bin kein Affiliate mehr. Wie soll das gehen? Das ist vielleicht wird es erst nach einem bestimmten Zeitraum abgemeldet. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die auch, wer ist das, auf mehrere Monate gesagt. Ja. Oh, ja, die Dodos cheaten vermutlich. Ja, die cheaten auf jeden Fall. Das kann ja sein, wo die Affiliate haben, dass sie vielleicht auf 3 Monate direkt gezappt haben. Oder auf. Haben wir Montag ja gehabt, dass die dreimal aneinander gewonnen haben. Ja, die Dodos cheaten vermutlich. Hast du das Affiliate rausgenommen oder wurde es dir genommen? Nein, ich hab's rausgenommen. Wer weiß. Mann. Die berühmten Glitch-Dodos, ja, genau. Guter Hinweis, dass das noch klappt. Kein Schimmer. Oh ja, das vor allem im Monat ist eigentlich ganz möglich, ne? Also, ich denke, Samael hat zugesagt, Juri, und ich denke auch. Und du, Nero? Oder bist du schon dabei? Ich weiß nicht. Nee, also eigentlich war ich noch nicht eingeplant. Aber ich mache eigentlich schon am Montag was mit Juri. Ich mache auch schon was mit Juri die Woche. Und Samael auch, denn wir haben am Donnerstag mit Juri schon Collab. Was gibt es denn da bei euch Feines? Bei uns gibt es For the King. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das wird bestimmt funny. Also ich würde ihm nochmal Bescheid geben. Nero, gib nochmal Bescheid, Juri. Hast du gehört? Alter, was passiert hier gerade? Eintragen. Muss ja schnell. Sonst vergesse ich das. Wer oder was passiert hier gerade? Juri, ich sag den Namen auch gern einfach so. Das Ding ist Grimael. F. Grimael? Auf Twitter, glaube ich. Der hat mich blockiert und ich denke mal, der will einfach nichts mehr mit mir zu tun haben. Achso, ist die Geschichte. Es geht weniger darum, dass ich nichts mit ihm machen will. Es geht eher darum, ich denke, wenn er schon dabei ist und du lädst mich ein, läuft es daraus hinaus, dass ich einfach nicht mitmache. weil er sonst nicht mehr will. Sagen wir es so. Deswegen. Okay. Ich will nicht, dass jemand eine Collab. Also wenn du jemanden zuerst eingeladen hast, will ich nicht, dass er dann geht, nur weil du mich einlädst. Deswegen.
Ich hoffe, das kann man verstehen. Wer zuerst gefragt wird, malt auch zuerst. Mhm. Hey. Hast du mal alles schon erklärt gehabt, ne? Wir hassen uns jetzt nicht, würde ich sagen. Ich baue hier eine Mauer. Wir hassen uns jetzt nicht, aber ich würde sagen, ich denke, wenn ich in der Gruppe bin, will Grima eben bloß kein Collab machen. So, weißt du? Auch schade ist eigentlich. Und man muss sich. Ja. So. Ich weiß es auch nicht, aber eigentlich ist es auch egal. Ich meine, man muss sich ja nicht mit jedem verstehen. Stimmt. Es klappt nicht immer. Ah, und noch kurz zippen. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich werde gerade gefragt, ob meine Kategorie immer noch Just Chatting ist. Nein, bei mir sagt Twitch Phasmo. Aber ist heute wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen komisch. Hm. Also ich habe bisher noch keine Person. Also wenn ich bei Twitch bei Mana bin, dann steht da Phasmo. Ja. Ich bestätige. Okay. Ich muss aber sagen, hatte ich ja vorhin schon, Wie meinst du, Juri, du kannst ihn gar nicht einladen? Jawohl? Was? Wer kann mich nicht einladen? Ah, okay, bei den Dodos hat's geleckt. Jetzt sagt es auch Phasmo. Gut. Dann Dodos. Ihr wisst, wie ein Collab-Command geht, würde ich mal behaupten. Dann schaut doch mal bei Nero, bei Samael und bei Ark rein. Ach, Juri, der hat... Ach so, Juri, der hat dich auch blockiert. Ja, willkommen im Club, sag ich da. Ja, cool. Da hat sich das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ah. Ja, dann. Wild. Wusste ich nicht, Juri. Hattest du was erzählt? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, bei mir klingelt's. Ich muss euch mal kurz zuschalten. Kein Ding. Okay. Frag mich warum. Also das, ich weiß es nicht. Nach einer Collab hieß es plötzlich, dass wir keine Freunde mehr wären und er keine gemeinsamen Wege mehr mit mir gehen möchte. Weiß nicht warum. Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich kann dir auch sagen, Juri, bei mir war es ja auch so, wir hatten ja das Gartic von Collab, das große, wo du letztens auch schon dabei warst. Und ich hatte da ein paar Leute einfach angefragt. Und Grimael hatte öfters mal angefragt wegen der Collab, aber das war halt immer zu spontan. Und als ich dann mal gefragt habe, dachte ich mir so, ja, wenn ich ihn jetzt nicht frage, ist irgendwie dumm, weil er hat mich ja schon so oft angefragt. Und dann habe ich ihn eben angefragt, dann habe ich ihn geaddet, habe ihn in die Gruppe geworfen. Und das Erste, was er mir sagt, ist, zuallererst war er sich mal sicher, anfangs wollte er gar nicht, hat dann doch zugesagt. Und dann meinte er, Sharky ist dabei, aber die kann ich gar nicht ab. Und dann meinte ich so, sorry, aber Sharky war jetzt halt zuerst da und ich werfe jetzt nicht Sharky raus. Und dann am nächsten Tag hat er mich blockiert und meinte, wir können ihn ja einfach vom Server bannen. Ja. Und ich meinte nur, er soll mal chillen. Und dann war ich auch schon weg vom Fenster, sagen wir es mal so. Naja, ist halt so. Ich denke, Juri, du hast nichts falsch gemacht. Ich glaube, er hat bloß ein bisschen, wie sagt man das, so eine kurze Schnur? Eine kurze Schnur, die abbrennen kann? Wie sagt man das nochmal? Eine kurze Zündschnur, genau. Was haben deine Recherchen ergeben, Yurinaki? Es geht nur darum, dass ich es geschafft habe, nach einem Monat Twitch schon auf Twitter von irgendwem gebannt worden zu sein. Ja, und das, was du wirklich gemacht hast eigentlich? Ah, du hattest mit seiner Ex im Collab was gemacht und deswegen wurdest du blockiert. Das macht halt auch schon wieder keinen Sinn. Oh Mann. Ja, aber ganz ehrlich, wer nicht will, der hat, ne? Ja. Also. Weiß nicht. Also ich hatte halt, das Ding ist, als ich ihn angefragt habe fürs Collab, war wohl ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, denn 2 Minuten davor hat er getwittert, dass es ihm richtig scheiße geht, wegen seiner Freundin. Und ich hatte es halt nicht gelesen davor. Ich bin halt direkt auf seinen Chat, hatte ihn halt angefragt und er sofort so, ja, ich weiß ja nicht, du bist nie für mich da. Und ich denke mir so, Hilfe. Wo bin ich hier reingeraten? Jo. Twitter Deutschland. Willkommen zurück, Mana. Welcome back. Meine Nachbarn haben jetzt ihre Pakete bekommen.
Und naja, das ist halt so. Ach stimmt, hattest du erzählt letztens schon, dass Pakete angenommen wurden von dir. Es sind übrigens wieder dieselben Nachbarn. Und es sind tatsächlich die nettesten Nachbarn aus diesem Haus. Die halt einfach wissen, jo, also bei mir sind die Pakete safe. Ja, will ich aber auch hoffen. Ah! Nein! Habt ihr hier unten selber Jenga bauen wollen? Ja, so ein Turm. Hab mit seiner Ex dann mal drauf angesprochen und sie hat mir das dann alles mit Screenshots und so weiter erklärt. Das war sehr informativ. Ja, was da genau jetzt war, ist mir eigentlich auch egal. Ich weiß nur, ich hab nichts falsch gemacht. Sagen wir es mal so. Und du hast auch nichts falsch gemacht, Juri. Das kann ich dir sagen. Ich denke einfach, der hat sich ein bisschen zu viel dabei gedacht. Ich bin halt auch keine Person, die sofort sagt, oh, wir haben einmal miteinander gechattet, wir sind sofort Freunde und so. Würde ich nicht sagen. Da muss schon ein bisschen mehr Zeit vergehen. Hä, was, Arke? Wir sind nicht alle Best Friends? Nee, also es tut mir leid. Also ich und Samael, wir sind schon so gut wie verheiratet, aber der Rest, nein. Okay. Das nehme ich persönlich. Ich dachte, ich werde schon von euch adoptiert. Nee, Mana ist ein sehr guter Freund. Den kenne ich aber auch schon 2 Jahre. So das Ding. Ich würde sagen, Samael habe ich auch schon ganz lieb gewonnen. Mhm. Und Nero, würde ich jetzt noch nicht als Best Friend ever bezeichnen, aber ich würde schon sagen, ein netter Bekannter. Kann man wohl ausbauen. Sagen wir es mal so. Aber eine Person, die das Erste, was ich von der höre, ist, wer war denn die männliche Stimme in deinem Collab von letztens? Ist mir schon zu sus. Sagen wir es mal so. Und vor allem, nachdem ich dann auch noch mitbekomme, dass er eigentlich eine Freundin hat. Was soll das? Ich fand das weird. Sagen wir es so. Ah. Und wir haben ja noch uns 5 das Wolfsrudel. Auf jeden Fall, Juri. Das Wolfsrudel ist toll. Ich habe inzwischen jeden davon kennengelernt. Kann ich unterschreiben. Ja. Ich muss sagen, die meisten Leute, die ich damals angefragt habe, sind absolut korrekte Menschen. Der eine Totalausfall ist okay. Aber die anderen, ich habe mich auch so gefreut, dass ihr euch alle sofort auch gegenseitig so gut verstanden habt. Und alle voll gut miteinander klarkommt. Das fand ich auch mega cute. Mega cute. Ist nicht da geschalten. Ich hab hier noch keine Person, die ich noch nicht mag. Ja, same. Ist auch schwierig bei mir, dass ich eine Person nicht mag. Mein Luna ist mega cute. Wie sie sofort nach der Gartik von Runde mein Bild als Profilbild genommen hat. Ich bin fast gestorben vor süß. Es war schrecklich toll. Oh, das war so süß, oh Mann, ich sterbe. Ich sterbe immer noch, muss ich sagen, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ah, das Luna war so ist süß. Richtig ultra cute. Ja. Und Sharky muss man nicht drüber reden. Finn. Ich träume nachts von Finn. Sagen wir es mal so. Salxi, auch absolut cute Person. Und ich meine, Argo, auch total nett. Total nette Seele, da würde niemandem was antun. Es sind einfach so viele süße, süße Menschen. Kann man sagen. Das alle Ding ist, Luna hat mich auch direkt nach dem Collab angeschrieben. Ja. Also, weil ich sie ja eh schon ein bisschen länger kenne. Ich verfolge sie ja, seit sie 3 Follower hat. Ja. Du hattest sie auch vorgeschlagen gehabt. Ja. Und die waren auch so, oh Gott, Dankeschön und was weiß ich, ne? Und die haben die letzten paar Tage hat sie auch nur noch mal dafür gedankt. Das war so goldig. Oh ja, das ist auch so süß. Ich sterbe. Ich habe sie gestern liebevoll als Headpadable bezeichnet. Oh Mann. Oh, mein Herz. Und richtig, wie sagt man das? Mein Herz schlägt sehr hoch. Ah, ihr seid alle zu süß. Die liebe Luna. Arke wird es kennen. Ich fahre da ein bisschen den Support hoch. Yes. Und sie kommt halt genauso wenig damit klar. Wie diverse andere. Aber das macht's ja nur noch witziger. Also das macht's ja für dich ich nur noch besser. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich weiß noch, als ich den Wave von Psyche bekommen habe, ich bin absolut Wayne AFK gewesen. Ich habe sofort abgeschaltet. So ja, Luna hatte ja gestern einen Raid bekommen mit 90 ja, Leuten. Ja, hatte ich auch mitbekommen. Ah, das war bestimmt auch wieder Mana, ne? Nein. Nicht? Nee. Sicher? Fuja ist kein VTuber. Aha, aber Mana kennt ja auch nicht VTuber-Menschen. Ja, aber ich habe jetzt von den üblichen Verdächtigen habe ich noch niemanden bei Wuja gesehen. Hm. Witzigerweise. Weil ich dachte, dass ich einfach so, die sieht cute aus. Let's go.
Weiß nicht, also vielleicht, also mir folgt er, das weiß ich. Und Okay. vielleicht hat er dann geguckt, ob er bei mir irgendwen sieht, weil er spielt, glaube ich, auch kein WoW. Ich achte auch meistens nicht so krass auf die Spiele von den Leuten, die ich raide tatsächlich. Vielleicht ein So, bisschen. auf der anderen Seite muss man auch sagen, 4 Uhr nachts sind jetzt auch nicht so viele online. Okay, das kommt natürlich auch dazu. Also ich versuche auf jeden Fall noch Ende des Jahres 100 Follower zu bekommen. Ich hoffe, das Schaffst schaffe ich. du? Dann kriege ich mal hin. Also, ich habe mein Das wird Jahresziel schon. witzigerweise geschafft. Also, Dein Jahresziel. überraschenderweise. Ich Ja. bin Montag über 100 Follower gekickt worden. Ich wollte eigentlich Mana überholen, aber das wird irgendwie nichts. Also, das ernsthaft, würden wir zum selben Zeitpunkt starten, wärst du jetzt wahrscheinlich durch die Decke. Naja, nee, Also, ich du denke bist in nicht. 2 Monaten bei fast 100 Followern. Jetzt hat man Ball nicht so flach. Ja. Ja. Es sind sehr, sehr viele Videos, sind einfach sehr, sehr bescheiden. Also da wir irgendwie nicht dazu kommen, irgendwas zu machen, gehe ich jetzt nochmal Pipi machen. Ja, geh Ja, Pipi und mach dann das und starten wir eine danach legen wir Runde. los. Apropos, haben wir überhaupt schon alle Sachen? Das ist das Wichtigste, haben wir jeweils. Ja. Ein Knicklicht, Kopfkamera kann man Das verzichten. wird schon noch, La Ach. Late Night. Ja, das wird noch. Das wird noch. Parabolmikrofon Das darf Ding ich ist, rein. ich bin immer ganz kurz bei Twitter vor 100 Followern, aber dann natürlich, wenn die GFX da raus, dann bin ich wieder 10 Leute weniger da. Ja, das mache ich auch jedes Mal. Also ich sehe so, oh, neue Follower. Und dann so, folgt niemanden, den ich kenne oder den mich folge. Nur 3 Posts, alles irgendwie, ja, ich mache dir tolle Assets. Wow. Und ich denke mir so, nicht mal Deutsch, keine Ahnung, ich habe noch nie einen englischen Post verfasst. Sus, weg damit. Ja, dann. Ist immer so enttäuschend, wenn man dann diese ganzen Dinger da sieht. Also, Late Night, ich benutze Twitter auch erst seit September, tatsächlich. Ich habe Weiß gar Twitter nicht, seit seit einem wann. Monat. Also wann nutze ich bitte Twitter? Ich glaube, seit April. Und ich habe es davor halt auch gar nicht genutzt. Aber hey, durch Twitter durfte ich Leute kennenlernen, wie Nero und Samael und Jori und auch das Wolf-Squad mit Kreska und Cody. Alle sehr cute. Weiß gar nicht, wie ich überfordert Kreska war, wo du mich hätte ich das dir erstmal angeschrieben hast. definitiv auch so vorgestellt. Ja, Kreska ist mega cute. Oh, ich sterbe da auch. Ich habe Allein gestern ihre. gespielt. Sie als Person ist einfach schon so süß, dass ich voll süß hinschmilze. Ach, alle viel zu süß. Ah, wollt ihr da unten einen Turm bauen in Miau, der miau. Zwischenzeit? Da. Also, unter uns. Wir wollten ja eigentlich Wolfswichteln machen. Das Problem war bloß, dass Juri leider in der Schweiz wohnt. Das kann sich leider keine Sau leisten. Sorry dafür, Juri, aber Versand nach Schweiz kostet 30 Euro. Wir haben so ein Budget festgelegt, 15 bis 35 Euro. Da wäre nicht mehr viel über gewesen. Sagen Hättet ihr wir mich es mal gefragt, so. Das dann Ding ist. hättet ihr es zu mir geschickt, ich hätte es zu ihm gelaufen. Ah, du wohnt ihr nebeneinander oder was? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welchem Kanton er kommt. Aber je nach Kanton könnte es sogar sein, dass ich 1 Stunde von ihm entfernt wohne. Ja, aber es wäre auch wieder zu viel Aufwand gewesen. Und Er ist dann einfach zu meinte schlecht verlegen. Cody auch noch, ja, ich meinte halt so, ja, wäre gut, wenn wir einen kleinen Steckbrief posten, wir können es noch nicht so lange. Und wer Lust hat eigentlich aus, wer wen beschenkt? Und Cody dann so, was? Und, ja, was meinst du denn, Cody? Ich dachte, wir schenken uns einfach alle gegenseitig was. Ich so, also beim Wichteln ist eigentlich anonym und du wichtelst halt jemanden zu. Also, aber ich weiß schon, was ich euch beiden holen will. Meinte so, oh ja. Ja, aber das ist doch eigentlich ganz klassisch, dass es zufällig ist. Ja, genau. Und dann meint mir so, okay, Cody, dann ist es jetzt kein Wichteln mehr, sondern einfach nur, wir schenken uns was zu Weihnachten gegenseitig. Das heißt, ich habe Ach jetzt, du. das heißt, ich Zum hole jetzt Glück bin für, ich da schon das raus. heißt, ich hole was für Cody und für Kreska. Kreska holt was für mich und Cody für uns beide. Ah. Ich hätte schon eine kleine Idee für Kreska, aber ich will halt erst wissen, was in ihrem Steckbrief steht. Mal schauen. Es ist sehr putzig vom Cody, das stimmt. Schon allein die Idee war kjot.
So. Ja, wir könnten langsam mal anfangen. Ja, ich habe es schon zum dritten Mal bereit. Ja, ich bin schon die ganze Zeit wieder da. So, sag mal, würden Sie bitte das bereitklicken? Ja. Aber ihr wisst gar nicht, wie ich überfordert war, wo Arke mich angeschrieben hat wegen einem Kollab. Warst du? Warst du? Da war ganz schön überfordert. Erstmal gedacht, soll ich jetzt zurückschreiben, soll ich nicht? Hä, warum denn nicht? Arkes Persönlichkeit nach kann man total überfordert sein, ja. Ich war einfach so unglaublich müde und dachte mir so, ja. das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich dir schon auf Ding gefolgt habe. Auf Twitch. Auf jeden Fall habe ich mich voll gefreut, aber ich war doch so super müde. Ja, ich bin halt auch danach gegangen. Ich hatte natürlich viele Leute, denen ich gefolgt bin. Ich hatte auch ein paar Leute, die mir gefolgt haben. Aber ich habe auch vor allem die Leute angeschrieben, die viel auf meine Posts reagiert haben. Und da Nero eine der Personen war, die alles, was ich gepostet habe, geliked hat, war Nero so, ja, Nero, der wird sich vielleicht freuen, wenn ich ihn anschreibe. Das Ding ist, ich like eigentlich fast alles. Ja, ich. Was in meiner Timeline aufploppt. Ich fand's irgendwie kurz. Es lag nicht an dir bei mir, sondern eher, wie soll ich sagen, ich bin ziemlich introvertiert. Ja, ich auch. Ich weiß, das merkt man gar nicht. Und da war es, also, bevor ich dich kennengelernt habe, war das auch schon. Hattest du da vorne schon eine Collab gehabt? Die Strom anmachen. Ja, einmal mit Grimma eben. Da liegt eine Dose auf dem Boden. Ah, ja. Eine Dose? Oh. Ja. Aber ich dachte, ich weiß nicht, irgendwann, ich weiß nicht mal, wie ich überhaupt dich gefunden habe. Du warst irgendwann auf meiner Timeline. Da dachte ich mir so, ja, das Model sieht voll cute aus und auch noch ganz klein, ja, dann folge ich da einfach mal. Und keine Ahnung, fand ich einfach nett. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, Samuel kann ich einfach mal anfragen. Er wird bestimmt nicht Nein sagen. Nee, ich habe mich doch gefreut. Ich hatte aber auch echt Angst. Ich habe irgendwie 10 Leute gefragt. Sagen wir es mal so. Darunter war Sharky, Salxi, Nero, Samael. Wer denn noch? Wer hat mich denn noch gefragt? Weiß ich habe Userboard gefunden. Nice. Wenn ich mal kurz auf meine Twitter-Nachrichten gehe. Ich hatte gefragt, noch Kieselwesel. Kieselwesel konnte aber nicht, weil er ja so viel arbeiten muss. Auch in der Frühschicht. Mugendai habe ich noch gefragt. Mugendai. Der war ja beim ersten Mal ja auch dabei, oder? Ja, genau. Und Rinoki. Rinoki hatte ich noch gefragt. Die sind übrigens so 2 Grad. Also wer auch immer gerade hier reingekommen ist, hast du vielleicht eine Hand frei? Hier hinten liegt das Userboard in dem Raum. Habt ihr den Strom schon angemacht? Ich hab eben gerade den Stromkasten, wo ist denn der? Achso, dann ist es wohl noch nicht an. Das Boot, dass es hier im Raum ist. Oder ich kann einfach mal Geist fragen jetzt mal. Und ein paar Leute haben auch abgelehnt, aber ich dachte echt, es lehnen irgendwie fast alle ab, weil die, keine Ahnung, zu tun haben oder was ist das für eine Weird, die habe ich noch nie gesehen, verpiss dich. So von wegen halt. Aber nee, fast alle waren so, boah, ich habe doch nie eine Anfrage auf Twitter bekommen, boah, ich freue mich so sehr. Und ich war so, ist das so selten? Wo bist du? Die Knochen sind oben F? Auf dem Floor direkt gegenüber von der Treppe. Foyer. Ja, okay. Ist denn der Strom jetzt an? Nee, ich suche immer noch den Stromkasten. Eigentlich müsste da unten sein. Ich glaube nicht. Ich gehe noch mal kurz. Ich glaube, der ist im Haus. So, wo im Haus ist jetzt der Foyer? Wer ist der rote Punkt? Warte, bleib mal alle stehen. Mana, lauf mal nach vorne. Hier, lesen. Du läufst gerade, Mana? Ja. Dann lauf doch mal zurück. Zurück, okay. Genau. Dann nach links. Wirklich? Ganz nach oben. Ja, ganz nach oben. Und dann ganz nach oben. Und dann rechts. Da ist der Stromkasten drin. Übrigens, wir standen gerade im Foyer, wer auch immer gefragt hatte. So. Foyer ist meistens Eingangsbereich. Okay, Late Night meinte, schüchtern bin ich auch, vielleicht sollte ich, wenn ich irgendwann mal wieder mit Stream anfange, es auch mal mit VTubing versuchen. Auch wenn ich keinen Plan habe, wie das funktioniert und mir noch eine Kamera besorgen muss. Es geht, glaube ich, auch mit dem Handy. Ja, erstmal mit PNG-Tube anfangen. Ja, PNG-Tube geht auch. Mikrofon gestört. Und das Ding ist,
Ohne VTuber-Charakter würde ich gar nicht streamen, sagen wir es mal so. Und wenn du Fragen hast, gibt es ja mal Leute, die du halt fragen kannst. Und ich kannte mich auch gar nicht aus, wirklich null, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe ja fast Google und ich bin wirklich nicht gerade technikaffin, ich bin echt dumm, was das angeht. Ich habe einfach nur Google irgendwie die ganze Zeit gestalkt. Und bis Juri ist auch schüchtern. Ich merke schon, wir sind hier alle ein bisschen schüchtern. Ne? Aber ich bereue das kein Stück damals Arke zurückgeschrieben zu haben. Ich glaube, hätte ich nicht gemacht, wäre es, glaube ich, nicht so ins Rollen gekommen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Buch platziert. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Wie gesagt, Dots und Geisterorb habe ich mal. Hier sind auch ein Grad tatsächlich. Wie viel reagiert der denn? Auf einzelne Personen. Das könnt ihr aber auch immer im Journal nachgucken. Achso, das wusste ich nicht. Warte, dann gehe ich nochmal kurz rein mit dem Buch. Buch ist schon drin. Wenn ich nicht Buch, Geisterbox meine ich. Hier, tschüss. Kannst du die Person fragen, Late Night? Weil ich das mal so auf. Falls du mal fragen hast. Bist du in der Nähe? Hä? Wer ist denn da jetzt gerade reingelaufen? Ich aus Versehen, sorry. Wie wär's mit einem Kruzifix? Hat schon jemand die Knochen fotografiert? Ich hab noch keinen Knochen gefunden. Ich hab das dreimal gesagt, wo er ist. Kruzifix, bitte? Oben an der Treppe, direkt gegenüber. Dann gehen wir schon mal da auf. Leute, ich hätte gerne Kruzifix in diesem Raum. Sonst geht da nicht rein. Kruzifix ist incoming. Bitte, danke. Oh, Knochenbeweis ist gemacht. Juri ist sehr froh, uns alle getroffen zu haben. Ja, Juri, du bist auch einfach mega cute. Wir sind auch sehr froh, dass wir ihn getroffen haben. Ja, Juri ist mega cuter Boy. Ja. Ja, das kann ich komplett unterschreiben. Bin generell froh. Alle, die über den Kollaps und so weiter dabei sind, sind super, super süße Menschen. Finde ich auch. Sehr. Und Wölfe und... Viele Wölfe auf jeden Fall. Deswegen habe ich gesagt, ich bereue das kein Stück. Bist du jung? Er ist old. Old, hat er gesagt. Ja. Und ich habe einen 7,5er Ausschlag gehabt. Parabol mit gehakt sein. Nein. Bye. Nein. Überhaupt ein Parabol gehabt? Ja, haben wir gehabt, ne? Ich hab's in der Hand. Wäre ein. Den Geist während einer Jagd mit einem Räucherstäbchen ab. Ja, toll. Ich muss auch sagen, ich kann mich fast nicht retten vor den ganzen Kollaps. Der Ark ist sehr begehrt. Ja, ihr seid doch auch alle sehr begehrt. So. Es geht. So positiv und. Wie energetisch du endlich bist, kann ich komplett verstehen, dass die Leute mit dir was zusammen machen wollen. Ja. Bei mir ist einfach so. Ich traue mich gar nicht zu fragen. Ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, Samael. Aber ich dachte mir einfach, ja, wenn ich ihn jetzt nicht frage, dann sind wir zu zweit in einem Gartig von Collab und das will niemand. Ja. Und ja, der war. Zweites Dumpf. Wir meinten sofort. Ja, jetzt ist Parabolmikrofon abgehakt. Ah, ich habe schon einen Bewegungssensor drin. Überhaupt einen Bewegungssensor habe ich, ne? Räucherstäbchen. Habt ihr schon Räucherstäbchen? So, ich schaffe mal das Parabol weg. Was ist denn hier ist einer. Ich bin gerade vorgelaufen. Also ich kann sagen, ich dachte mir anfangs auch, ich will nicht fragen. Vor allem bei Leuten, die sind schon sehr groß, waren zum Beispiel Sykesy vor allem. Aber ich habe einfach gefragt und alle waren extrem positiv. Ist so das Ding. Ja, das ist... Wir haben Stinkefüßchen. Foto, schnell. Ich mache gerade ein Foto von den Füßen. Ah, machst du ein Foto von den Füßen? Der ist schon weg. Ja, wie? Schon weg. Die sind weg, die Fußspuren. Achso, ich dachte, du meinst vom Seil. Achso, ich fand das schlecht. Nee, ich meine, es gab noch Fußspuren im Dingens hier. Mit dem. Oder... Ja, Juri, ich glaube, das ist aber auch normal, dass man sich weniger traut, wenn die Person sehr groß ist. Hey, man denkt sich wahrscheinlich auch, die bekommen eh schon zu viele Anfragen. Ja. Aber vielleicht ist das genau der Gegenteil. Ich habe auch schon oft gehört, dass sich. Große VTuber auch beschweren, dass jetzt, wo sie ein bisschen größer sind, einfach so einsam fühlen. Ich denke, das liegt auch daran, weil man sich eben denkt, ja, jetzt ist die irgendwie so groß und ich will es nicht fragen, weil die ist bestimmt voll Fame. Aber andererseits denkt sich jeder genau das und will nicht anfragen, weil man sich denkt, die ist ja total Fame. Ich denke, das ist so ein Teufelskreis. Hatten wir Minus gerade? Nein, hatten wir nicht. Aber ich glaube, das sieht man auch ganz gut, weil wenn man so guckt, also die Größeren alle, wie oft die Collabs haben, das ist gar nicht so oft. Ja.
Arke eines Tages Fame ist ein Traum, auch nicht mehr zu fragen. Hä, hey, ich frag euch dann. Hä, hey, ganz normal. Ja, okay, da geht's auch. Oh mein Gott, dann sterb ich in dem College bei dir. Das ist... Wir haben gar nicht mal so viele Sachen, ist so das Ding. Ich bin gerade auf. Was? Wir haben gar nicht so viele alles Sachen. Ausprobiert haben. Wir haben wählen. Gerade... Bis jetzt, was haben wir? Wir haben bis jetzt Geisterbox, ne? Geisterbox, Dots und Ohr. Das haben wir schon alles. Ja. Das ist ja ein Yokai. Geisterbox, Dots und Orb? Ja. Ja, wir haben das ein Yokai. Wie habe ich das denn verpasst? Ja, weiß nicht. Irgendwie hören mir die Leute alle nicht zu. Es tut mir leid, Nero. Seth Nero Neuses. Seth Nero Neuses. Nein. Ja, Nero, du musst mal denn. Du musst mal deinen Fuchsfeuer einsetzen. Hören wir dir zu. Ja, wie soll ich das hier machen? Soll ich euch ins Gesicht mausern? Ja. Einfach dein blaues Feuer nehmen, ins Gewicht werfen. Ins Gesicht werfen, nicht ins Gewicht. Kann auch Gewichte schmerzen. Dürfen nur nicht so schwer sein. Und ich kann euch auch noch erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Denn Argo hatte irgendwann mal auf Twitter einen Post gemacht von wegen, wer hat Bock auf ein Collab. Da habe ich drunter geschrieben. Dann hat er mich angeschrieben, dann haben wir ein Spiel gesucht und Leute, die mich hier schon ein bisschen kennen, wissen, ein Spiel zu finden, das man mit mir zusammen mit Multiplayer spielen kann, ist gar nicht mal so leicht, weil ich die unbekannteste Scheiße dieser Welt spiele. Und dann war das einzigste Spiel, das uns eingefallen ist, Gartic Phone. Und dann war das Ding halt, ja, da brauchen wir mindestens 6 Leute für. Nicht so, ja, ich kenne halt niemanden, aber ich kann ja mal 1-2 Leute fragen. Deswegen stocke ich ja meine Multiplayer-Spiele auch unbekannt sind auf. Mit Gewichtsteffen tut doch weh. Das kommt drauf an. Ja, das ist... Viel Multiplayer habe ich auch nicht. Noch nicht, also... Viele Sachen kommen noch hinzu. Das Ding ist, ich habe jetzt noch Pumpkin Day spiele ich aber dann wahrscheinlich mit Samael, denke ich. Falls wir mal dazu kommen. Und ansonsten habe ich auf meiner Liste nur noch, ich glaube, einen. Also auf der Switch habe ich noch ein Spiel, das ist Multiplayer-fähig, aber da braucht man halt immer eine Capture-Card, hat nicht jeder hat eine Switch. Ja, da würde ich nämlich gerne Kirby Dream Buffet spielen. Ansonsten habe ich auf Steam noch ein Spiel, wo ich keine Sau kenne, die das mit mir zusammen spielen würde. Und was das ist Princess Baker Go Go Princess. Das hört sich richtig witzig an. Das hört sich richtig dumm an. Ah, und wo du die anderen es. Noch von Wishlist hast. Ah, okay. Ah, genau. Also das lässt sich im Multiplayer spielen? Go Go Princess ist quasi so ein Brettspiel. Ich glaube, zu viert geht das. Es kostet 8 Euro auf Steam. Also es ist richtig altbacken. Es ist so ein richtig altes Spiel. Die Princess Maker Teile sind auch alle schon relativ alt. Ich habe Teil 1, 2 und 3, glaube ich, gespielt. Und ich war Fan. Oder ich glaube, ich habe Teil 1, 2 und 2 Remake oder so gespielt. Irgendwie so. Hey, und ich habe es geliebt. Aber das Spiel, das sieht halt so crap aus. Das sieht schon scheiße aus. Aber das macht ja... Deswegen interessiert mich das so. Es sieht halt so dumm aus irgendwie. Und deswegen will ich das spielen. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach, oder? Ja. Habt ihr alle Joker eingeloggt? Genau. Ja. Und ich hatte auch... Wenn du möchtest, kannst du mal den Namen reinschreiben, mir schicken. Ich werde es verrückt genug, um das gleich alles zu spielen. Ich schreibe es gleich mal in Collab-Planung bei Mana. Luna hat auch gerade für Gartic von zugesagt, sehr gut. Das Ding ist, Juri hatte mich nämlich gefragt, letztens, wie in der Collab, und sollte mir Multiplayer-Spiele nennen, die er nicht kennt. Da meinte ich halt so, ich kenne nur 4 Stück. For the King, Gensu Skydrift, Gogo, also Princess Maker Gogo Princess und Kirby Dream Buffet, aber er wollte dann For the King spielen. Aber eigentlich hätte ich am liebsten Princess Maker gespielt. So ganz geheim mein Wunsch. Aber es war mir klar, dass das niemand wählen würde von den Optionen. Aber ich kann euch den Titel mal droppen. Ja, also ich bin zwar verrückt genug, um sowas wirklich spielen zu spielen. Wenn es mit Leuten zusammen ist. Das finde ich aber toll. Wie gesagt, Arke zeigt uns viele unbekannte Spiele, die dahinter doch toll werden. Ich glaube, so wird das geschrieben. Und die Grundspiele, da geht es halt darum, du bekommst eine Tochter und musst sie dann so skillen und am Ende heiratet die und wird, keine Ahnung, Prostituierte oder sowas. Jetzt nicht so krass, oder sie wird Kriegerin oder Lord der Dämonen, nachdem wie du halt gespielt hast. Ist quasi so ein
Stiefel zwischendurch. Und ich liebe sowas einfach. Princess, dann lass mich doch mal ganz kurz mal mich einloggen. Ich denke, das gibt's nicht. Abwarten. Ich lass mich einfach mal. Vielleicht ist es vergriffen, aber geben wird es auf jeden Fall. Man muss auch sagen, die Rezensionen sind auch nur so ausgeglichen, aber es wurde auch nur 100 Mal bewertet. Aber es sieht wild aus. Ich bin mal kurz 3 Minuten weg. Natürlich, kein Ding. Ja. Ja, also ich hab's gefunden. Aber es sieht so wild aus. Ren Higurashi, ja klar kenne ich die Yuri. Die ist richtig cute. Oh, die ist mega nett. Auf Twitter, total aktiv immer. Süße Community-Zeichnerin. Sie hat auch zugesagt. Ah, Ren! Mein Herz. Ja, Ren ist eine richtig cute, muss ich ehrlich zugeben. Ja, dann bin ich wirklich so weit von raus. Echt? So schlimm? Ja. Nee, es hat nichts mit der Person zu tun, aber... Ich und Zeichnen, Nervosität und... Naja. Es war ein Yokai, was? Es war ein Yokai, ja. Also ich habe das Spiel gefunden und die Wunschliste gesetzt. Sehr gut. 8,19 € habe ich gelesen. Ja, genau. Wilder Preis. Ich kauf's einfach direkt los. Ich kauf's jetzt einfach. Ich kauf's. Sofort. Ja, ich stimme zu. Kaufen. Es wird's nie günstiger geben, ich sag's euch. Die Leute wissen nicht mal, dass das Spiel existiert. Ja, und so. Acker zeigt unsere Spiele. Da wissen wir Bescheid, der existiert. Ich hab's gespielt, so. Nicht gespielt, ich hab's gekauft. Muss ich nur noch Leute finden, die das mit mir spielen wollen. Oh, dann darfst du mich da schon mal mit zuschreiben. Und was hat Princess Maker 2 Refine auf meiner Triggerwunschliste gesetzt? Also Princess Maker 2 Refine ist der beste Teil, würde ich auch sagen. Und den ich gespielt habe, tatsächlich. War schon fun. Anstatt dem ersten Teil 2 Refine spielen? Ja, würde ich sagen, ja. Also ja, die machen sich nicht viel. Bloß dass 2 halt einfach ein bisschen besser ausgearbeitet ist, würde ich sagen. Ich würde halt gerne noch Princess Maker 5 gibt es, glaube ich, noch. Aber es kostet halt 25 Euro. Auch selbst für mich ein bisschen zu teuer. Aber das würde ich auch noch gerne spielen. Tatsächlich. Okay. Aber ich habe dafür, dass es nur so ein Game für zwischendurch ist, habe ich Princess Maker 2 schon für meine Verhältnisse lange gespielt, dafür, dass ich so lange gespielt habe. Okay. Das sieht halt schon sehr witzig aus. Warte, Princess Maker 2 habe ich gespielt 18 Stunden. Und ein Durchlauf dauert so 4 Stunden, würde ich sagen. Bis zum Ende. Wie viele Stunden hast du in Princess Maker 1? Ich glaube nur, ich glaube 4. Ich glaube, das habe ich nur einmal durchgespielt. Okay, also wenn dann doch die 2. Ja, die fand ich, die habe ich auch als erstes gespielt, tatsächlich. Das Multiplayer-Ding war das, Das ist Multiplayer, oder? Die 2? Nein, nur Go-Go Princess ist Multiplayer tatsächlich. Dann gehe ich mir das nächsten Monat holen. Leider sind die nicht so, leider kein Multiplayer. Wie gesagt, nur Go-Go Princess, weil es halt ein Brettspiel ist. Ah, okay. Aber ich find's wild. Du bist auch die Einzige, die das Spiel besitzt. In meiner Freundesliste. Ich glaube irgendwann, ich weiß auch nicht warum, aber in irgendeinem Sale bin ich auf... Hello. Willkommen zurück. Frankengamer, Hallöchen. Bei irgendeinem Game bin ich irgendwann bei einem Sale, auf irgendeinem Game, bei empfohlenen Spiele, was auch im Sale war, irgendwo über 10 Seiten auf Princess Maker 2 Refine gestoßen für 10 Euro und hab mir das einfach gekauft. Weil ich mir dachte, das sieht irgendwie, keine Ahnung, ich will wissen, wie das ist. Und ich war Fan, sagen wir es euch. Ich hatte Ups und Downs mit diesem Spiel. Zum Beispiel einmal... ich habe vergessen zu speichern und ich war fast am Ende und dann ist der Laptop ausgegangen, weil der Akku leer war. Das war alles weg. Oh Mann, das war so sad. Wie gesagt, ganz interessant, schauen die schon aus. Wer weiß. Oh, wo wir es gerade von Collapse hatten, ne? Ja. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, Mana. Nee, ist okay. Mir ist gerade eingefallen, ich hatte mein erstes Collab, witzigerweise, als ich 9 Follower hatte. Aha.
Und es war mit 10 Leuten und es war auch auf Englisch. Das war so Katastrophe. Weil Für es halt mich. alles Muttersprachler waren. Und dann komme ich und ich hatte zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile hat sich's auch ein bisschen gebessert, einen richtig, richtig fiesen englischen deutschen Akzent, wenn ich Englisch geredet habe. Ja. Das war furchtbar. Aber es war witzig. Kurze, unrelevante Storytime, aber Ja, bitte. alles cool. Ich kann, wann war mein erstes Collab? Ich müsste da, glaube ich, mal auf. Ja. Wann war das? So, Nero, du hattest Ja. noch vergessen, mich auf Steam zu adden. Oh, guck mal, Luna kommt vorbei. Bei Arke gerade. Und auch bei mir. Luna, hallo! Wir haben heute schon richtig von dir abgelästert, wie süß du bist. Und Ja. Lichterborg, hi, schön, dass du vorbeischaust. Ja, wir haben heute schon dich ja mit als Thema gehabt, Luna. Mein erstes Collab war am 9. Oktober. Ich habe Es keine war. Anfrage. Ich weiß nicht mehr, wie viele Follower ich da hatte. Aber da hatte ich. Wie viele Tage gestreamt? Hab ich, also, wie lange war ich da dabei? Da war ich Hallo. nicht. Ich war nicht mal 2 Wochen Hallo. auf Twitch und hatte mein erstes Collab. Jodo Orwin Borsti. Na, alles klar? Ja. So, warte, warte, warte. Ich fühle mich bombastisch. Ach, Nero. So, Nero. Ich hab dir mal kurz meinen Namen geschickt. Ich habe Apropos. euch gerade alle über Ding geaddet, über Fasmo. Geht das? Anscheinend. Achso, wie? Letzte Mitspieler und dann kannst du da einfach auf Ich das glaube, Menschen mit dem Freund. Samael und Mana habe ich schon. Aber Ja, Nero ich habe habe dir, ich glaube ich, jetzt damals auch. gesendet. Ja. Es Ich habe mich muss eigentlich fast gar nicht laufen. getraut, weil ich mir gar nicht wusste, ob da das mal wolltest. Ich wollte es. Ich wollte es sehr. So. Also das Aber nächste meistens. Collab steht schon mal. Aber meistens warte ich und dann. Das nächste Ja. Collab Ich habe steht schon mich mal. sehr gefreut. Ja, Mana, welches Collab steht? Mit Princess. Ja, das steht auf jeden Fall. Samael und Mana sind schon dabei. Ja, wir sind noch ausgerüstet. Das wird wild. Aber Quay, du darfst dich ruhig mehr trauen. Du bist ein super sympathischer Mensch. Mach nur. Es gibt Leute, die sich drüber freuen. Und die sich nicht drüber freuen, die sind eh egal. Und ich glaube, Princess Mega kann man zu viert spielen. Dann. Ja, dann, Nero, bist du dabei? Wart, guck's mir an. Ich habe ja meist immer so eine Angst, irgendwas falsch zu machen. Dann habe ich immer manchmal Sorgen, weil ich das falsch Ja, gesagt aber habe. dann ist es ja passiert, ne? Sag mal, du hast noch nie was Naja. falsch gemacht. Aber In dann rutscht meinen mir immer das Augen. letzte Schwein in die Hose, das glaubt keiner. Meinst du? Also, So. bei mir hast du auch nie was falsch Princess. gemacht. Princess Ich weiß Maker auch nicht. Go-Go Princess. Brettspiel Princess Maker. Hat Sieht so Arke random gemeint, aus. sucht sie irgendwie. Ja, aber so random, wie es aussieht. Warte, ich guck mal, ob das. War das irgendwann mal im Sale? Weißt du das? Safe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es kostet so schon nur 8 Euro. Und ich denke, keine Ahnung, die verdienen da so schon nichts dran. Ja, genau, für sowas macht man das ja jetzt. Princess Maker. Habe ich es falsch geschrieben? Nee, ich habe es richtig geschrieben. Go. Go. Princess. Sad. Das war ich nie im Sale. Sag ich doch. Vielleicht auch das Spiel so unbekannt ist Die und normalen nicht Princess viel Maker Teile gesagt sind hat. schon mal im Sale gewesen, aber ich denke das nicht. Also je nachdem, wann ihr das machen wollt, also wenn das da ist, wenn mein Lohn da war, also Ende November, Also in den nächsten 2 Wochen dann nicht. gerne. Ja. Weil die nächsten 2 Wochen habe ich jetzt schon voll, würde ich Ja, sagen. okay, dann ist eh egal. Also dann passt das, dann
Also diese warum Woche. Warum auch immer wäre ich dabei. Ja, das ist ja die Frage. Warum auch immer spielt man Princess Maker Go Go Princess? Und das, genau das will ich erfahren. Ah, ich liebe sowas. Einfach. So, dann würde ich tatsächlich sagen, die Collab steht. Ja. Was steht? Die Collab steht. Die Collab steht. Ja, komm, dann lass uns direkt was ausmachen. Ja. Dann lass uns aber mal alle auf bereit drücken. Ja, hab ich schon. Vom 28. bis 4. Dezember habe ich zum Beispiel schon mal Zeit an sich. Ja. Muss ich echt gucken. Weil ich kann momentan nicht in meinen Schichtplan gucken. Statt das Hirn war in der Butz rutscht. Zur Not auch am Wochenende. Ja. Am Wochenende habe ich noch gar nichts geplant. Ja, dann lass das mal Mana irgendwann in Erfahrung bringen und dann gibt er uns Bescheid. Und ich denke, Anfang Dezember ist auch besser für Nero wegen seinem Gehalt. Müsste es ja dann da sein, ne? Jetzt das gehen wir mal kurz Problem. Auf Toilette. Ich muss dann doch mal. Irgendwann. Ey, wer weht denn da die ganze Zeit neu aus? Wir müssen auch hier, warte, Fehlt jetzt noch irgendwas? Parabolmikrofon fehlt noch. So, ich hab dich auch erfolgreich hinzugefügt, Nero. Nice. So. Viel haben wir nicht, aber wir haben alles grundlegende. Ein Thermometer, starke Taschenlampen sind voll. Mhm. UV-Taschenlampen sind da, Fotoapparate. Ich nehme mal noch eine Kamera. War am Überlegen, ob ich euch bei Steam adde, aber ich glaube, das kommt selbst am Ober da. Regt Late Night. Alles gut, Lalo. Kannst auch auf Kölsch schreiben. Ist nicht kein Problem. Late Night. Ich finde niemanden weird, nur weil er mir eine Freundschaftsanfrage auf Steam schickt. Wer? Ich finde, Late Night hat gefragt, ob er uns bei Steam adden kann. Ich würde tatsächlich sagen, ich finde das gar nicht mal so weird. Nö, kannst du ruhig machen. Kein Problem. Nee. Ich würde bloß sagen, tatsächlich, bei Discord bin ich da schon ein bisschen empfindlicher, würde ich sagen. Einfach, ich wurde, weil ihr es nicht wusstet, ich wurde schon mal gehackt. Oh, okay. Auf Discord. Deswegen bin ich mit random Freundschaftsanfragen aus dem Nichts immer so, wer ist das? Dann checke ich sofort, auf welchem Server sind die Leute, sind die mit irgendeinem befreundet, den ich kenne. Wenn das nicht der Fall ist, dann ignoriere ich das direkt. Du hast dich verzählt, du hast 8 Follower. Ja, okay, ich mache das meistens immer so. Wenn ich persönlich kenne, nehme ich es auch nicht an. Ja, same. Ich gehe immer direkt auf ja. Auch wenn es gemeinsame Freunde sind, es ist einfach, ich gehe trotzdem mal sicher. Ich würde sagen, so brutal bin ich jetzt nicht, aber wenn ich zum Beispiel sehe, der ist von irgendeinem Emoji-Server only, auf dem ich drauf bin, direkt weggebannt. Den blockiere ich sofort. Ich hatte schon Personen, die hatten gemeinsame Freunde und hatten Scam-Versuche gemacht. Also, kann passieren, tatsächlich. Okay. Aber das ist das Problem. Ich bin natürlich immer vorsichtig, wenn mich jemand random anschreibt, aber ich bin nicht sofort verfeindet. Wenn das wirklich null Übereinstimmung hat, dann bin ich natürlich so, wer, was bist du? Und wenn da keine Nachricht mit dazu kommt, sondern einfach nur eine Freundschaftsanfrage, ja, nee. Wenn die mir irgendwas Spezifisches sagen können, wo ich weiß, ja, ach so. Ach ja. Zum Beispiel, wenn ihr mir sagt, hey, ich war letztens bei Samael im Stream, Phasmo Collab und hab dich auch da gehört und ich fand dich nett. Dann bin ich wohl schon noch so bereit zu sagen, okay, wer sind sie? Weil dann weiß ich, okay, der war bei Samael ist nett. Ach, und der brauchte erstmal, da muss er erstmal das irgendwie finden, weißt du? Es war wenigstens ein bisschen Aufwand. Nicht so einfach random von irgendeinem Server angeschrieben, weißt du, was ich meine? Ja, zwei müsst ihr noch auf bereit klicken. Ach, schon wieder. Ach, schon zum 10. Mal. Ja, irgendwer hat schon wieder neu abgestimmt. Ich gehe mal halt immer auf gerne auch nochmal sicher um, weil ich hatte da schon so viele Versuche. Mein Discord wurde noch nie gehackt, aber dafür mein Steam schon zweimal. Und also der letzte Scam-Versuch, hab Glück gehabt, dass ich das gemerkt habe. Steam wurde auch schon mal versucht, mir abzuknüpfen, habe ich aber direkt gemerkt. Habe ich direkt dann gegen Maßnahmen eingeleitet. Und mein Minecraft-Account wurde mal sich gesnatcht und an den kam ich nicht mehr dran. Das war sehr sad, denn den hatte ich schon seit 10 Jahren. Dann ging mein Name nicht mehr. Und ja. Toll. Bei mir war das halt knapp. Ich habe das irgendwann noch gemerkt, so einfach so gedacht, wait a minute. What the fuck? Das mit Steam habe ich auch mitbekommen. Es war noch, ich habe es irgendwie eine Stunde nachdem das auffällig war, mitbekommen und konnte da noch was machen tatsächlich. Aber bei mir ist mal eBay
genutzt worden. Ach, ja, da habe ich auch voll Angst. Aber das ist tatsächlich sofort gemeldet gewesen und die haben mich dann selber angeschrieben, ja, hier, wir wissen, das sind nicht sie gewesen. Und so, was habt ihr denn alles dabei? Ich nehme mir das Buch. Ich habe ein Kruzifix, ein Fingergedöns und der... Okay, ich würde es nochmal revidieren. Ich wurde bei Discord nicht direkt gehackt, sondern ich war dumm. Das so. Kann passieren, ich war auch Das Ding ist, ich frag dich warum. Ihr kennt mich, ich bin ein bisschen naiv. Das würde ich auch gar nicht abstreiten. Aber das Ding war halt, ich hab den was aus meiner Konsole geschickt, weswegen er dann sich einfach bei mir einloggen konnte. Und dann habe ich meine ganzen Server wurden auf einmal gelöscht. Es hat sich alles mit einem anderen Server irgendwie ersetzt. Dann stand überall You got hacked, überall. Es war die Hölle. Du musst auch wissen, ich benutze kaum WhatsApp. Ich benutze keine anderen Sachen. Alle meine Freunde waren da. Auch teilweise auch Spiele, die ich nicht mehr spiele. Und wo halt niemand mehr, das Spiel im besten Fall nicht mehr existiert. Und ja, das war wild. Und dann habe ich tatsächlich... Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich kannte mich damit auch gar nicht aus. Und dann habe ich jemanden angerufen, den ich auf einem Community-Treffen ein Jahr davor kennengelernt habe. Habe ihn dann gefragt, weil der im Team war, von dem Server, auf dem ich drauf war, ob er jemand anderen anschreiben kann, der mir ihm seine Nummer zu geben, damit er mich anruft, von einem Freund, wo ich weiß, der kann mir helfen. Das ist sehr gut. Dann zünd den mal an. Nee, und ja. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich zünd ihn an. Nein, das ist mein Ding. Nein, hast du gemacht, zünd ihn an. aber ich finde den Stromkasten gerade nicht. Okay, der Stromkasten ist noch nicht an. Achso. Im Badezimmer hier sind gerade 2 Grad gewesen. Aber Nero, du weißt, wenn du den Kreis anzündest, ne, dann handelt der direkt. Mal so schnell verstecken. Echt? Ja. Also der Raum hier ist schon sehr kalt. 1 Grad. Ja, praktisch. 1 Grad? Wo bist du denn gerade? Okay, dann machen wir das mal anders. Oben links jetzt hier. Direkt. Ja, am besten, wenn alle draußen sind und du alleine bist. Hier schon nicht so warm drin tatsächlich, ja. Ich schau noch mal kurz, um zu checken. Ja. EMF3. Aber ihr müsst auch wissen, ich hatte halt auch teilweise eigene Server gehabt. EMF5. Okay. Dann platzieren wir mal das. Ja, ich war in der Vergangenheit auch sehr naiv, deswegen gehe ich mal mittlerweile sehr auf Nummer sicher. Und ich hatte Two-Way-Certification drin. Late Night. Das Ding war, weil ich aber diesen Text geschickt habe, konnte der alles ändern. Irgendwie, ohne dass das gemacht werden musste. Der hat dann auch seine Nummer eingetragen und alles. Ja, das fand ich so geil. Und weil ich meinen Account mit PayPal wegen Discord Nitro verknüpft habe, konnte dann einfach über meinen Account, ohne das bestätigen zu müssen, Discord Nitro an andere Leute verschenken. Und hat das dann auch gemacht. Warum musst du das haben? Und dann... Aber es hat sich alles geklärt. Es war bloß schade um die ganzen Leute, die ich geedit hatte und dann nicht mehr die Eddie von hatte. Das glaube ich. So. Gut. Ich meine, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme, dann weiß ich... Buch? Ja, Einzelperson. Wer hat ein Fotoapparat? Ah, perfekt. Abgemacht. Bist du ein Junge? Ja. Bist du alt? Ja. David bist du Hans. Jung? Nee. Willst du uns wehtun? Ja. Manchmal. Bist du gefährlich? Eiskalt. Erst nochmal durchgelaufen. Willst du, dass wir hier sind? Schreib in das Buch. Schreiben Sie in das Buch hinein! Bitte schreiben Sie in das Buch! Kannst du mir deinen Namen nennen, Geist? Hat er gerade was weggekickt? Jay, könnte sein. Sah so aus, aber hinter das Bett. Da kommt man nicht mehr dran. Ah, er schreibt ins Buch. Er schreibt ins Buch. Ein Gespenst ist es übrigens nicht, das könnt ihr durchstreichen. Okay. Können wir dir helfen? Kannst du dich zeigen?
So, warte mal. Es könnte Shade sein. Kannst du sprechen? Beobachten. Shade hat halt, der geht nicht jagen, wenn er in seinem Zimmer nicht allein ist. Oh, die Tür ging gerade auf. Die Tür ging gerade auf, bitte. Ich könnte sagen, wo. Dann ist es kein Shade. Hier bitte einmal die Fingerabdrücke an der Tür hier. Zum Bad. Oh, hier ist auch ja, der Geist. Ja. Geist, hier. Dann ist es ein Meiling. Ja. Okay, und raus, wir haben's. Ein richtiges Foto von ihm erwischt. Sehr gut. Ja. So, ich bin dahinter, sollte er mich erwischen. Alles gut. Schlimm, ach so, ja, Kreis anzünden, ne? Ja, vergiss mal schön. Möchtest du, Nero? Oder so ich? Oh, mein Herz. Ist dafür bekannt, bei der Jagd leise geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Weiß nicht, hast du Ausrüstung gestiftet? Ich? Nee. Wobei ich keine Handynummer mache, finde ich genauso wie Mel, nur so semi-cool. Er jagt eigentlich nur, das war's auch schon. Sieht einfach nur was kann, weißt du? Ja, du kannst ja versuchen, ihn damit Räucherstäbchen abzuwehren. Ja, stimmt. Haben wir ein Feuerzeug dabei? Alles dabei, wieso habe ich eigentlich meine Wohnung? Das Feuerzeug liegt hier. Ja, das ist mein Feuerzeug. Ja, ich leg's auf den Tisch. Achso. So, Late Night, ich hab dich jetzt angenommen. Das habe ich auch getan. Oh. Wo? Oh, hier. Mann, aber Weg. Late Night darf mich auch adden, wenn er unbedingt möchte. Soll mich überhaupt nicht stören. Im Keller war das, ne? Ja, im Keller. Ja, wenn ich sterbe, wisst ihr Bescheid, ne? Nicht trauern. Ja. Ich bin der praktisch. Ich hab schon die Kamera. Ich hab noch ein Bild übrig für Leichenfotos. Ich bin ja am Herzen dabei. Wir haben noch zwei Kameras. So ist es nicht. Oha. Das hört sich an, stepprig. Late Night, du bist also 11 Jahre alt? Interessant. Oh oh. TOS. Na. Late Night ist wirklich schon. Er hat aus Versehen 11 in den Chat geschrieben. Oh, Aktivität 10. Ist am Streck versteckt. Ja, ja klar, wenn er gerade am Jagen ist. Der jagt den guten. Sag mal, hast du schon wieder den Kreis angezündet? Natürlich. Ja. Er ist schon fertig mit Jagen. Ich muss rauskommen. Ja, ich bin auch nicht tot. Sehr nice. Ich hab ein noch ein Räucherstäbchen versucht, weil ich mich dort noch schnell versteckt habe, hab ich vergessen, Räucherstäbchen. Ach, du wolltest das so. Ja, ich wollte es versuchen, aber. Du glaubst, du bist heute schon echt durch? Ja, ja. Solche Tage hat man. Ich bin immer tot. Aber keine Sorge, ich komme mit euch. Ich fand was? Samuel ist jetzt wirklich tot. Was? Samuel? Was soll das denn? Samuel, stoppen Sie dies direkt. Jetzt bringe ich dich um. Wo bist du denn? Ich bin im Keller. Ach, da will ich nicht hin. Fies, du hättest doch einfach rausrennen können, ne? Ich wollte eigentlich dann. Warte, Arke, ich hab noch ein Foto frei. Ich hab mich im Schrank versteckt. Und dann ist mir eingefallen, ich hab noch das Räucherstäbchen in der Hand. Dann bin ich nochmal raus, hab was gezündet. Aber ich hab das, glaube ich, zu früh gezündet. Und dann hat er gesagt, Überraschung. Manjo. Ja, aber ich bin im Herzen bei euch. Interessant. Er ist gerade oben gewesen. Oben gelaufen. Okay. Naja, der Bewegungsmelder hat gerade reingekickt. Okay, ja dann, ich hoffe, es haben alle Willing ausge... Willing? Ja. Genau. Denk schon, ja. Ich glaube, ich muss mal aufhören zu provozieren, immer zu sterben. Oh Mann. Jori und ich haben neulich erfahren, dass er Fugenkleber mögen die Geister nicht. Fugenkleber? Ja, mag ich aber auch nicht. Und Cherry oh, Lady von Dieter Bohlen. Finden sie auch nicht so cool, wenn man das laufen lässt. Dann singen wir jetzt alle zusammen, Sherry Lady. Es muss anscheinend eine Aufnahme sein. Es muss eine Aufnahme sein, das ist traurig. Also du musst es wirklich am Handy ablaufen lassen über YouTube oder so. Aber wenn wir das machen, sterben wir doch auch, weil wir Ohrenbluten bekommen. Nein, das... Nein, Mana, das kannst du doch nicht machen. Aufhören zu sterben soll helfen. Ich hab's gerade gesehen, du weißt ganz genau, was ich meine. Ach nein. Was glaubst du, was Samuel abbekommen hat? Was habe ich abbekommen? Nur $28. So ähnlich, ja.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Mana. Gerne. Ach so, Also, ja, nur das meinst Marke, du. das Collab steht schon. Ja, tut es? Ja, tut es. Für wann, wie, Ja. wo, was? Was ist passiert? Ja, Mana Der hat Sachen Ausrüstung gemacht. steht. Ja, Mana hat Sachen gemacht, die man nicht aussprechen will. Ach so, hat Ja. Nero das Spiel geschenkt? Ja. Ach so, ja, Mana halt, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ich Aber dachte, voll ich süß. überfordert. dürfte ich anmerken? Mana hat mir dieses Spiel hier geschenkt, in dem wir gerade stehen. Ja, weil ich es geschenkt bekam und ich dachte mir, warte, wenn ich mich da durchquäle, dann nehme ich dich mit. Dass du hier so einen Mega-Fan drin hast, war nicht zu erwarten. Ich war komplett überfordert. Ich saß erst mal hier, erst mal auf dem Bildschirm gucken, überlegt. Ich find's bloß nicht gut, dass Samael immer stirbt. Samael, passen Sie auf sich auf. Niemals. Dann Was? lass. Okay, Böse. nur, aber nur bin ich. Drehe ich Nur weil auch du es noch lieb. mal mit. Nur weil du es lieb. Nur weil du es so lieb forderst. Wollen wir mal kurz das allererste Haus auf Profi versuchen? Oh. Ja, ich frage nur. Ja, okay. Am besten mit der Standardausrüstung, oder? Late Knight würde Phasmo nicht annehmen, wenn man ihm das schenken würde. Das Ding war halt, jemand hatte mich gefragt, ob ich Phasmo spielen will und ich meinte nein. Dann meinte ich zu Mana, ich überlege, ob ich mir Phasmo hole, weil das bestimmt Leute gefällt, das bestimmt, wenn ich leide. Ja. Und dann Er hat hat einen Mana mir das Vorschlag. Spiel geschenkt. Ah. Juri hat einen Vorschlag. Dina, schön, dass du Was für ein vorbeischaust. Schönen Vorschlag Abend. denn? Hi. Wir sollen mal auf Albtraum spielen. Nein, Nee, 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 Juri, Albtraum kriegen wir nicht stopp. hin. Lass uns erstmal auf Profi sterben. Ja. Und wenn wir das überleben, dann können wir Albtraum spielen. Oh. Oh. Schön, dass du vorbeischaust, Gina. Freue mich richtig. Klingt das nach einem Plan? Ja, oder? Es klingt erstmal nach einem Plan, dass wir. Lightweight. Ja, du hast mich erwischt, Late Night. Bist doch schon geedit. Dazu habe ich mehrere Bildschirme. Oh, die Flasche ist jetzt leer. Ja, meine Flasche ist schon längst leer. Oder Habe ein mir vorhin Uber habe aus ich Versehen bekommen. zwei geholt. Ja, ein Uber hast du von mir auch noch bekommen. Uber? Wo ich das erste Mal Uwu gesagt habe. Uhu. Das war ganz dumm. Ja, ich hab's anders gesagt. Davon gibt's einen Clip. Late Night, wenn du das nicht sofort mitkriegst, ist das völlig okay. Mach dir darum keinen Kopf. Mal gucken. Ah, ich bin gerade so froh, dass Gina wieder da ist. Süß. Ja. Jemand wollte unbedingt, dass ich das mal sage, und dann habe ich es mal getan. Und ich bin vor Scham gestorben. Und was hat das mit dem Ubu zu tun? Also bei mir kann man ja Uwo sogar einlösen, als ich sage. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ich verstehe den Begriff nicht. Einfach nur ein Mir das dummer zu tun. Begriff. Ist einfach nur ein Wort. Kannst du mal googeln? Bei mir war es so, ich wurde einmal zu Ara Ara überredet. Welcher Clip ist das denn, Samael? Welcher Clip ist denn das? Es gibt Tonia ärgern. Wir machen irgendwas. Not sure Ich what bin. happened. Mit Samael. Du hast im Horrorgame sein und wir machen das Universum unsicher. Sehe ich jetzt. Glaub, wir machen Universum. Also ich habe Mass Effect gespielt. Ja, okay, dann ist es das Erste. Müsste das sein? So, das Ah, heißt, wir nehmen noch mit. Petra DP, danke für deinen Sub. Ja, da. Willkommen. Ich weiß ja ganz genau, wer du bist. Aber ja, ich habe Arkel direkt vorher erzählt, ich habe das Geschenk bekommen und werde genervt, ich soll es doch endlich mal spielen. Arkel erzählt, ja, sie wurde gefragt und ja, ich erinnere mich noch an den Text, der drin steht, ne? In der Nachricht vom Geschenk. War irgendwas mit, wenn du Wenn irgendwie, ich dazu benötigt werde, wenn ich nehme ich leide, dich dann mit. du auch, irgendwie so. Ja, Oh genau. mein. Ah, das ist. Schön, dass du reinschaust. So, vom Das Equipment freut her mich. steht sogar halbwegs. Ich kann mir Ich darunter immer noch auch. nichts vorstellen. Ich straf das auch. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Ich straf das auch nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Kommt drauf an. Erstmal ihr Man Mucke. ist niemals zu alt für irgendwas, finde ich. Das Außer stimmt, man ne? heißt Old Honk. Oh mein. Da fehlt jetzt doch irgendwas. Hm.
Nö, so ihr könnt ja mal alles die Bereitschaltung von euch, die fit. Ich hab bereit gedrückt. Wohl, Sanity-Pillen sollten wir vielleicht mal auf All machen. Hinten dabei. Meine Mutter ist wieder im Chat. Hey, woher weißt du das? Naja, weil ich das weiß. Ich weiß hier ihren Twitch-Namen. Ja, da. Ja, freue ich mich wieder. Dann starten wir mal. Yes. Oh, es gibt eine bundesweite Störung. Mega Netzausfall. Was? Bei allen Anbietern, allen Meldungen. Ja. Großer Netzausfall bei O2. Oh, hier ist auch Vodafone teils betroffen. Ich habe keins von beidem. Sagen wir, ja, dass ich 1:1 habe. Ich bin bei Telekom. Ich bin so, bei Netz Aachen. Warte, 1:1 ist O2, ne? Geisterereignis. Ich weiß es 1:1, nicht. 1:1, nein. O2 hat Alice geschluckt und E+. Ja, ich glaube, 1:1 nutzt doch das Telekom-Netz, oder nicht? Nein. Nicht, nicht? Nö. Bist du sicher? Ja, ich hab für Netz... Also 1:1 ist Telekom, sagt Late Night. Okay, dann haben wir aber einfach nur dieselben Knotenpunkte, zum Glück. Weil ein Mitarbeiter, der mir hier war, wegen Telekom-Gedöns, hat mir gesagt, 1:1 nutzt das irgendwie... 1:1 gehört zu O2. Andersrum, O2 gehört zu 1:1. Ich hab keine Ahnung. Echt? Ja. Nee, O2 nicht. Nee, O2 nicht. O2 gehört zu Telefonica. 1:1 ist Telekom. Netzpartner O2 stellt für 1:1 Kunden je nach Tarif beide Standards zur Verfügung. Okay. Wir haben noch Internet und das zählt. Genau. So, wir brauchen das Kruzifix. Ich habe ein Buch dabei und eine Taschenlampe. Ja gut, vielleicht kommst drauf an. Ich mache jetzt auf, tschüss. Wer will das Kruzifix haben? Sonst nehme ich das. Ich nehme das mit, ich habe schon voll. Aber vielleicht kommt es drauf an, vielleicht ist 1:1 beim Netz irgendwas mit O2 zusammen. Und beim Internet dann mit Telekom zusammen. Gut, ich dass wir Tanglewood Drive sind. Ich meine, im Grunde gehört ja eigentlich das halbe Netz, der halben Netzausbau-Gedinse da, dieses Telekom-Gedinse da, ne? Und ja, schon direkt im Erdgeschoss, linker Raum, hintere Ecke, auf dem Regal, Spielbo. Und Juri ist bei Swisscom. Ja, gut, das macht Sinn. Ja. Hä? Gibt's ja keinen Stromkasten? Ich hab den Strom schon angemacht. Achso. Hat irgendjemand eine Kamera dabei? Ich warte gerade noch, dass es ein bisschen wärmer wird. Also, ich hätte früher. Kruzifix mitgenommen statt der Kamera. Ich hätte früher auch Net Cologne nehmen können, aber 500 Mbits waren, sind ja einfach nicht möglich. Also bald ist das schon möglich. Wir bekommen jetzt Glasfaserausbau vom Allerfeinsten, aber sonst. Stimmt, sag mal, wohnt ihr voll in der Nähe. Jawohl. Wir sind praktisch Nachbarn. Au. Also soweit ich mich erinnere, ist da Knochen von Kabel Deutschland gekauft worden. Ich habe immer noch keine Kamera. Oder nicht, und das ja mittlerweile. Ah, hier sehen wir das gerade. Genau hier. Ich hatte nicht komplett eh was vergessen, aber ich habe davon keine Ahnung. Du stehst gerade in Minusgraden. Das sind meine Minusgraden jetzt. Also im Living Room wahrscheinlich? Ja, weiß tatsächlich. Vielleicht bin ich ja eiskalt. Komm, einmal das und dann noch das Buch, weil wir können. Wie weit ist Niro von... Bist du ein Junge? St.Gallen, Gallen entfernt? Was ist St. Gallen? St. Gallen, muss ich ganz kurz gucken. Vielleicht mit den Netzgedings habe ich keine Ahnung, wem was bist gehört. Du wütend? Alles. Ich bin einfach nur froh, dass mein Internet, dass hier 1:1 wunderbar läuft. Bist du ein Junge? Wirklich Ausfälle höchstens nachts. Oh, ist das ein, also von St. Gallen bin ich ein gutes Stück entfernt. Bist du alt? Ist die einzige Person wahrscheinlich, ne? Er hat geantwortet! Tschüss! Wissen wir nicht. Bitte. Geisterbox, ne? Geisterbox und Gefriertemperaturen haben wir. Ich meine, ich war schon in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg, in Österreich, aber noch nie in der Schweiz. Also ich war... Kann mir einer sagen, wo der... Ja? Wo der Knochen war? Der Knochen ist die erste Tür links und dann nochmal links. So, ich habe die Kamera platziert. Wo warst du schon über den Acke? Ich war in Holland, in Österreich, in Ungarn, wie? Tschechien. Ich glaube, das war's. In Österreich, da waren wir in der Schule. Da haben wir Skifreizeit. Ja, same!
Und in Holland war ich segeln. Auch mit der Schule. Knochen? Wir haben eine Spieluhr. Möchte jemand die Spieluhr haben? Samael! Wo ist die Spieluhr, Nero? Die ist hier, auf der linken Seite, direkt vor der Eingangstür, in dem Zimmer links neben dem rechts neben dem Schrank dort. Geisterorbs sind auch. Orbs sind's, okay. Der links oder rechts? Ist gerade links da. Rechts neben dem Schrank. Hier, ja, ich habe ihn gefunden. Da, genau da. Top. So, was müssen wir denn eigentlich noch schaffen? Weil wir haben tatsächlich das verfluchte Objekt, wir haben den Knochen. Fingerabdrücke müssen wir finden, um auszuschließen, dass es ein Mimik ist. Ja. Wenn wir Fingerabdrücke finden, ist es ein Mimik. Wenn wir keine Fingerabdrücke finden, ist es ein Unreal. Genau. Hat jemand das die... Okay. Habe ich in der Hand. Ein Kruzifix ist das Objekt jetzt. Durchschnittlicher Sanity-Wert. Das wird nicht reinkommen. Ich lösche euch in einer Flamme, kann... Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Alles klar. Dann machen wir direkt... Hört ihr die tolle Musik? Geist, komm ran. Traust dich eh nicht. Wo singt der Geist? Der singt ganz woanders. Da ist er. Wo ist er? Wandert gerade. Oh, fertig. Die Stimme ist Fingerabdrücke oder so. Ich sagte, die Geisterstimme ist hin und her gewandert. Ja klar, auf Ding, auf auf Profi bewegt sich der Geist. Er bewegt sich auch bei Dingens fortgeschritten. Echt? Nein, nein, aber hier sind doch Minus gerade drin, tatsächlich. Nee, also wechselt er den Raum. Das Bild ist gerade abgefallen. Die Bilder fallen ab! Leute! Hört ihr das eigentlich? Ja, dieses ganz leichte Lachen. Ja, wenn ihr durch die Tür. Ich hab Angst, tschüss. Das ist jetzt sehr problematisch. Weil die ist einfach Waffe drin mit Gesicht. Wir hatten, wie damals auch vor einigen Jahren in Österreich, zur Skifreizeit bekam nicht, nee, nicht gut. So, wir sind wieder bei Aktivität 0. Wir hatten vor uns gerade eine 4. Ich fand das mal schön mit der Skifreizeit. Musste man zwar selber bezahlen hier und da die Sachen, aber es war richtig mega. Kössen waren wir, waren in Kössen. Ich glaube, wir mussten die nicht bezahlen. Ich war auch in einem Internat, das heißt, ein Internat an sich hat schon Geld gekostet. Das heißt... Wir wurden auch gezwungen, jeder musste mit. Also. Ich war ja auch in der Hauptschule. Ich war auch. Ich war zuerst auf einer. Ich war zuerst auf der Sonderschule, dann auf einer Hauptschule, dann auf der Realschule. Die ersten beiden Skifreizeit haben, hat damals mehr Kinder hinbezahlt. Tatsächlich, die Skifreizeit und auch die Segelfreizeit hat das Internat gezahlt. Ja, mit Holland war ich auch in der Schule, war aber keine Segelfreizeit, sondern es war einfach nur Klassenfahrt. Holland hatte ich in der Realschule. Realschulabschlussfeier war mir nach Holland. Und ich fand es nicht geil, weil ich war schon zweimal in Holland gewesen. Juri. Ja, war ich auch von 2005 bis 2012, Juri. In der Realschule waren wir in England. In England. Ja, England hätte ich viel cooler gefunden als Holland. Ich war halt auch schon in Holland, war so das Ding. Ja, von Belgien, da waren wir mit der. Immer zur Sommerzeit, 2 Wochen, 3 Wochen vom Heim aus Urlaub gemacht. Ja, kenne ich. Bei mir, ich weiß nicht, ob ich das Internat. Ich würde es auch nicht Heim nennen, so eine Mischung. Nee, bei mir war es wirklich ein Kinderheim. Wo Eltern ihre Kinder abschieben, weil sie nicht mit ihnen klarkommen. Sagen wir es mal so. Das ist ein Kinderheim. Nur bei mir war das halt vom Jugendamt. Mein Vater hatte trotzdem noch das Sorgerecht. Aber wir mussten noch viel lernen. Das Ding ist, meine Eltern waren im Kontakt mit dem Jugendamt und haben zusammen entschieden, mich da reinzustecken. Das Ding ist, wir hatten auch immer in den Ferien Ausflüge, wo wir halt weggefahren sind, aber es war immer innerhalb Deutschlands gewesen. Gut, also ich sollte nicht nochmal reingehen. Ich bin auf 5% Sanity. Er war kurz auf 10. Ja. Ja, war auf 10. Nero, geht mal kurz ins... Ich gehe nirgendwo mehr hin. Wo soll ich hingehen? Wir müssen den Durchschnitt runterbekommen. Ja. Ich habe ja schon 0. Hast du? So. Ja, ich habe doch das Objekt benutzt wahrscheinlich. Und dann... Achso, Nero ist tot. Achso. Ja. Nero ist sterben gegangen. Warum bist du reingegangen? Wie, warum bin ich reingegangen? Dann ist es da durchgegangen. Du hast gesagt, du gehst nirgendwo mehr hin. Entschuldigung. Ja. Ich gib ihm mal die Kamera, ich mache ein Foto von ihm, ich muss eh rein. Ja. Wo bist du denn? Ich,
Ich bin direkt links in diesem Schrank drinne. Aber Akne muss nicht drin bleiben, ne? Also Ah, rein, rein links liege ich mich, im Flur. da wo ich mich versteckt hatte am Anfang. Ja, wobei man kann sich ja nicht Hat verstecken. es Habe ich da. gereicht? Was gereicht? Unser Durchschnitt ist schon unten. Ich meine, ob ich ein Bild von ihm gemacht habe. Achso, warte, ich guck mal. Da steht Interaktion. Ja, der Ja. interagiert gerade. Nee, du hast aus Er hat Versehen gerade das. Licht angemacht. Nee, sehr das Foto. Das Nee, es Foto geht. fotografiert. Ah. Es So. hat das bewegt, hat kein Foto gemacht. Dann wieder Interaktion. Hey! Geht's noch einmal rein. Er hat das bewegt, ja. Ja, mach das Foto halt mal von der anderen Seite. Oh, ich habe keine Bilder mehr. Ah, das ist ja doof. Hier ist auch eine Cam haben wir noch hier drin. Hab Mana Ja, gerade warte. noch Ich mal habe gerade einfach reingegangen. ein Foto gemacht. Hast du das Hat es schon? gereicht? Ich Gleiche, hoffe, es hat okay. gereicht. Ja. Also das letzte, wo ich privat unterwegs war im Urlaub, das war Finnland. Das war witzig. Ja, privat war ich, Finnland. glaube ich, noch nie. Alles nur mit dem Heim tatsächlich. Ich möchte so viel noch besuchen, viele Länder. Aber Geld, das kostet Geld. Ja. Ach, Finnland war damals überraschend günstig, weil wir halt wandern waren. Das war dann Oh ja, quasi, wir ich glaube. mussten im Heim auch immer wandern. Oh, ich hab's gehasst. Oh, es Oh, war ich liebe schrecklich. es. Oh, ich Es hab's kann so nice gehasst. sein. Oh, Zur Weihnachtszeit schrecklich. war das Heim aber verdammt cool. Wir hatten immer so eine Tradition, eine Weihnachtswanderung zu machen zu einer Weihnachtshöhle, zu einer tiefen Höhle. Das klingt cute. Tatsächlich, an Weihnachten dürften wir immer nach Hause. Ja, es, bei uns kam es Also drauf an. nicht alle. Also wir hatten Ja. zwei, die doof und die konnten nicht nach Hause. Oh. Das Ding. Also ich Okay, meine, dann würde ich sagen, also wir hatten auch eine. wir hatten zwei, die waren quasi nie zu Hause. Also auch und nie, wirklich nie. Ist Das war traurig schon aber irgendwie wirklich ein bisschen. sad. Das war mega sad, fand ich auch. Weil bei uns hatten halt alle Eltern, die ihre Sorgerechte da noch behalten haben. Ja, klar, bei uns auch. Bloß es ging einfach nicht. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß halt nicht genau warum. Aber wir hatten halt ein paar Kinder, da war es halt sehr eingeschränkt, tatsächlich. Gibt es natürlich immer. Ja, was soll man machen? Würde ich sagen, können wir gehen, oder? Ja, Wo Onryon, war das, let's wo go. warst du denn da, Samael? Wo war das denn? Einheim? Ja. In Bensberg. In so ein Okay. privater. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Und Teil 2, 2017, weil ich so alt wurde, war dann in Rösrath-Rambrücken von Diakonie Mechelshofen. Diakonie. Ah, ich war theoretisch auch bei der Diakonie, allerdings ganz woanders. Ja. Das Ding war, es war bei mir auch im Gespräch, nachdem ich 16 war, ob ich woanders hingeschoben werde. Nach meinem Abschluss, aber meine Eltern wollten das nicht. Mir war das mit 14, ich war dann zu alt für dieses Heim, weil das ist halt dann kam ich dann Rambrücken. Ja, da wo Noch ich war, da waren Kinder von irgendwie 8 bis 18 in einer Gruppe. Sagen wir es mal so. Da gab es ja. alles. Aber bei mir war das in Bayern, tatsächlich. In Würzburg. Gott, in Bayern, das war, also meine Heime waren hier in der Nähe. Die sind, ich meine, das erste Heim ist sogar in der gleichen Stadt, Das wo Ding ich jetzt ist, war wohne. von mir zu Hause 2 Stunden entfernt. Hast du schon in Bayern gewohnt? Ich hab in Hessen gewohnt, eigentlich. Hessen. Ja. Oh, der Geist hat zweimal seinen Raum gewechselt. Wild. Hat trotzdem Dann gepasst. bist du ja schwer gewandert, Arke. Ja. Wir waren auch davor noch in irgendwelchen Ort anderen des Knochens, Mutter-Kind-Heim waren wir Jugendzimmer, auch ja. schon. Wo das war, keine Ahnung, irgendwo Rheinland-Pfalz. Eieiei. Halb Deutschland besucht. Ja, gefühlt. Und jetzt NRW. So ein Ich war nur bisschen. einmal in Bayern, in Nürnberg. In Sonst war Nürnberg ich war ich noch auch nie. einmal. Das war ich noch nie hier irgendwo anders in Deutschland als hier in NRW. Nur. Okay, krass. Also ich bin auch in der Rheinland-Pfalz geboren, tatsächlich. Und von Rheinland-Pfalz ging es dann nach Hessen und von Hessen dann nach Bayern oder von Bayern dann nach Hessen und von Hessen dann nach Ja, Nordrhein-Westfalen. ich bin gebürtiger Kölner und bin auch immer in dieser Region geblieben, in diesem Radius. Ja. Mein Mod Minecraft Arke spielt Phasmo. Arke, Storytime. Ja, ne? Ja. Bloß irgendwas anderes Ja, tun, genau. sorry, ich mach ja bereits. Ja, aber ich muss aber Ja. trotzdem noch einmal auf die Toilette. Ich fand's so interessant, dass Samael genauso wie ich aus meinem kommt. Darf ich das nicht cool finden? Doch, doch, klar, dass wir es cool finden, aber wir können ja auch spielen währenddessen. Ja, ich bin Gemeinsam. bereit. Bin bereit. Wir haben halt viele Gemeinsamkeiten, die müssen ausgetauscht werden. Echt so. Heimkinder, ja toll. Die konnte man es auch benennen. Streng genommen stand ich mal kurz davor, ins Heim zu kommen. Es Aber war auch nur, weil mein Stiefpapa nicht mit mir klarkam.
bei uns war es halt richtig weird, weil es war zwar in Würzburg, aber irgendwie kamen alle, fast alle Kinder, die ich da gekannt habe, kamen aus der Umgebung, wo ich gewohnt habe. Die kamen alle aus Richtung Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Okay. Und ja, sagt viel über die Städte aus, würde ich sagen. Ja. Viele Kinder. Viele Eltern, die mit ihren Kindern nicht klarkommen. Ich bin in Bayern geboren, aber anschließend wieder nach NDS zurück, weil meine Eltern von hier kommen. Niedersachsen, ne? Nee, NDS? Ach, Jori, ich habe auch ADHS, also kein Problem. Oh, du auch? Ach ja, natürlich. Hey, warum bin ich sonst so aufgedreht? Was denkst du denn? Ich habe auch ADHS und ich bin Autist. Was? Ja, ich bin auch Autist. Echt jetzt? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Fällt mir bei Mana ja auch nicht auf. Ist halt eine atypische Form, die ist halt anders. Ach so. Irgendwie. Falls ihr mal plant, in die Schweiz zu kommen, biete ich euch kostenlos Unterkunft und Essen an. Da komme ich direkt in die Schweiz. Ja, wir auch. Aber sag mal, ist mir gar nicht aufgefallen. So null. Mich hat er beim Essen. Was aus, dass ich Autist bin oder ADS habe? Das beides. Ja gut, bei ADS merkt man das. Reagiert auf, wir sind nicht sicher. Das ist immer bei Profi. Ich rede sehr viel. Parabolmikrofon. Ich rede ja auch sehr viel. Ja, Räucherstäbchen und entkomme einem Geist während der Jagd. Okay. Ich hatte sogar früher die Fehldiagnose wohl gehabt, dass ich Tourette-Syndrom hätte, aber irgendwie ist das nicht bei da. Also bei mir war bloß, ich wurde als Kind auf jeden Fall auf Autismus getestet, bin aber noch knapp dran vorbeigestellt hat anscheinend. Alter, was ist das für ein Riesenhaus? Elton hat gesagt, ich bin einfach nur komisch. Ach, es gibt keine komischen Menschen. Es ist nicht groß, es hat nur 16 Zimmer. 13 ja, Zimmer. Ich gehe auf jeden Fall zuallererst in den Keller und mach dort den Strom an. Ja. Ich habe die Kamera und das Buch wieder. Also jetzt möchte ich nicht sterben, jetzt habe ich gerade Ausrüstung für $700 gespendet. Oh ja. Juri wurde auch mal für Autismus getestet. Ja, bei mir war das, da war ich erstmal in Refra, sagt euch natürlich nichts, aber da einen Test gemacht, das war so ein Minitest, um das vielleicht da schon mal auszuschließen, dann später halt den, oh, Knochendreck gefunden hier, Becken. Wo ist denn das? Bei dem Klavierraum hier. Beim Klavierraum, okay, weiß ich, wo es ist. Komme ich gleich mit der Kamera. Dann später in der Uniklinik, da wurde das dann bestätigt, dass es atypisch ist. Wild. So. Bei mir war das, ich glaube, ich war 5 oder so, da wurde schon alles abgecheckt, weil ich einfach weird war. Ja, bei mir kam es alles später als 2011. ADS kam auch dann 2011 dazu. Ich denke, Chase Klavierraum, da. Mein Kindheit hatte, wie gesagt, früher dazu Tourette-Syndrom diagnostiziert, das heute eigentlich gar nicht mehr da ist. Also muss das eine Fehldiagnose gewesen sein. Okay, wild. So. Weil ich nehme auch keine Medikamente mehr dagegen. Ne? Ich auch nicht. Ich habe das relativ schnell abgesetzt, weil ich von den Medikamenten Bauchschmerzen bekommen habe, wodurch ich mich noch weniger konzentrieren konnte als davor. Ich bin von meinen Medikamenten immer verdammt müde geworden. Ja, bringt halt auch nicht viel, ne? Im Pensum-Unterricht. Ja. Ich hab immer Statera genommen, voll gegen für die Konzentration, hat aber nichts geholfen. Ich, keine Ahnung, ich habe sowas wie Medikinet oder sowas genommen, keine Ahnung. Was weiß mir ich. Mir hat man Ritalin eingeflößt. Ja, ebenfalls. Hab mich jetzt gerade gewundert, weil normalerweise ist ja Ritalin immer das Erste, was die Ärzte dir pumpen. Bei mir hat man halt wirklich, weil es halt wohl war, ADHS gesagt, bis dann irgendjemand gesagt hat, nee, der Typ ist einfach nur geistig hyperaktiv und dann hat man mal das richtig getestet und da ist halt rausgekommen, ja, der ist okay, Juri hat auch Ritalin bekommen. Was ich mir erinnern kann, nach Aussagen meiner Eltern habe ich mit Sprechen angefangen und plötzlich für 2 Jahre aufgehört, und habe es von Grund auf neu lernen müssen. Bild. Ich habe auch Ritalin genommen. Ich habe kein Ritalin genommen. Vielleicht ist mein ADS anders gewesen, weiß ich nicht. Oder anders. Nee, ich habe eigentlich nie Ritalin. Irgendjemand schon einen Hinweis auf den Geisterraum? Nee, ne? Nö. Komm. Ich habe Stratera, Thiaprid. Was andere waren das? War das andere? Risperidon? Also meine einzige Vermutung ist, dass da oben irgendwo ist. Ja, lassen wir nach oben gehen. Ich habe halt kein Thermometer dabei. Ich habe eins dabei. Deswegen sag ich, was ich will sofort mal Strom anmachen. Was wir alle für Gemeinsamkeiten natürlich haben. Schon wild. So verfluchte Objekte habe ich auch noch keins gesehen. Ah, hier. Ausschlag in diesem Zimmer hier eben auch. 0 Grad. 0 oder negativ? 0. 0. Gefrier. Rostig. Schon wieder dieser Raum, oder? Jupp. Ah, oh, Fingerdrücke direkt. Ah, sehr gut. Wo? In der Tür? Ja, da hier an der Tür.
Also, was haben wir? Wir haben Fingerabdrücke. Bist du Gefriertempo davon haben wütend? wir nicht. Bist du ein Junge? Ich bin auch froh, dass wir mit euch darüber offen reden können. Wie alt bist du? Ich weiß nur, von meinem Vater, die Schwester, der Sohn hat, ich weiß nicht, wie man die Art von Autismus nennt, Asperger? aber ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall nicht wirklich lebensfähig alleine. Also schon eine krasse Form von Autismus. Aber den habe ich nie kennengelernt. Also ich habe ihn noch nie getroffen. Deswegen, da ich selbst schon drauf getestet wurde, habe ich da gar kein Problem drüber zu reden und mit Leuten abzuhängen. Bist du eine Frau? Bist du weiblich? Jetzt merke ich, meine Name Aufmerksamkeitsspanne ist ist Donna besonders hoch. Hands. Donna Meine ist mein Name. Aufmerksamkeitsspanne ist auch relativ schlecht. Das ist dem ADS zu verschulden. Können wir mal ganz kurz das Licht ausmachen in dem Zimmer? Frag für einen Freund. Oh, der hat hier irgendwas Wasser angemacht. Okay, Geisterorbs. Der Geist ist duschen hier. Kannst Licht wieder anmachen für eure Sanity. Wir haben Handtuch. Handtuch. Ein Handtuch. Eine Handtuch. Was haben wir jetzt alles? Geisterorb? Was noch? Geister Wir haben Orbs, Gefriertemperatur. Fingerabdrücke. Und Finger, genau. Und daraus kommt ein Handtuch. Was haben wir jetzt? Fingerabdrücke, Geisterorb. Und? Und frostig. Sicher, dass wir frostig haben, Nein, weil ich habe jetzt auch kein wir haben kein Frostatom oder so Frostig. gesehen. Wir haben kein Was kein Frostatom. frostig? Nein, 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 kein Frostig. Null, Ich null, null verkacke. Grad. Kein Negativ. Ach, Mist. Ja, das siehst du Bist aber du auch. alt? Es stimmt, ich habe gerade einfach nur nicht drüber nachgedacht. Bist du jung? Bist du Oh, warte mal. freundlich? Bist du ein Kind? Hier liegt übrigens kein Kruzifix, Leute. Dann mach die Tür Ich mal hoffe, ich wieder gehe auf. gerade runter und hol was. Willst du uns wehtun? Er will euch auf jeden Fall wehtun. Willst du, dass wir hier sind? Hier bitte 4. Ist jemand bei uns? Park mal die Kamera. Bist du Ja. freundlich? Schreib ins Buch. Bitte schreiben Sie in das Buch. Schreiben Sie in das Buch. Geist. Nö. Ich gehe mal ein bisschen Salz streuen. Bist du hier? Ich spiele gerade mit der Dusche Figaro, Figaro, Figaro. Willst du, dass wir hier sind? Ich glaube, der ist nicht mehr in dem Raum. Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher. Aber das können wir mal einfach mal ausprobieren, indem wir ihn würzen. Ja, Ihn finde ich würzen. gut. Ja. Chrome, Hydrate und Haltung annehmen, das wird sofort gemacht. Ohne Widerrede. Ach ja, ihr müsst auch mehr trinken, Bist du ne? So. ein Mädchen? Hä, was? Ja. Wie heißt das? Bist du ein Mädchen? Und somit ist dieser Flasch jetzt leer. Bist du ein Junge? Dann müssen wir gleich schon neue Gib holen. uns ein Zeichen! Und strecken. Und gerade hinsetzen und alles Mögliche. Vielleicht ist der Geist sehr schüchtern. Ich merke gerade, Kann gut mach sein. jetzt. Danke, Chrome. Bist du alt? Ich glaube, da wird sie nicht mehr drauf antworten. Ich glaube, Box kann man jetzt schon fast wieder ausschließen. Der hat bestimmt schon was gesagt. Willst du uns wehtun? Ich war jetzt halt sowohl alleine als auch Ja, zu zweit drin. Box ist völlig egal. Ach, sehr gut, ja, dann werfe ich das weg. Aber ich habe gerade 10 Dezibel Ausschlag auf dem Parabol. Ja, der wandert auch irgendwie rum, wenn man. Geisterbuch ist auch egal. Ich meine, der wandert auch überall rum. Der hat hier die Tür aufgemacht, zum Beispiel gerade. Der macht hier das Wasser an. Da hinten macht er die Dusche an. Ich glaube, der ist hier gerade sehr aktiv. Ich glaube, der rastet gleich aus. Ich laufe mal mit dem. Er ist noch nicht durch Salz getreten. Ich gehe mal woanders hin. Wo ist denn das Wasser an? Hier, ne? Ja. Von dem Wasser könnt ihr ein Foto machen, wenn er es selbst angemacht hat. Ja, Das hatte ich schon. der hat das Achso. Wasser ange der hat Wasser angebräunt. Das ist Da irgendwie weird. links. Bisschen eckelig. Ich hätte die Fingerabdrücke angemacht, aber Ich möchte Fingerabdrücke nochmal mit angemacht. dem EMF reingehen. Ah, EMF 5, EMF 5.
MF5. Ja, hier in der Tür, hier im Zimmer, ja, beim Kinderzimmer. Ein Obake. Okay. Ein Obake. Wenn ihr rennt, dann macht ihr den Geist auch wütend, ne? Okay, dann. Macht dann man? Ja. Inwiefern? Warum? Hä, warum? Wenn du im Haus rennst, machst du den Geist wütend. Im Normalfall. Das wollte ich irgendwann mal erzählen. Ganz am Anfang meinte ich so, als ich das Spiel angefangen habe, wenn man rennt, tut das den Geist beeinflussen? Nö, gar nicht. Und ich so, okay. Eigentlich, der heißt Donner Hans. What the fuck? Heißt er jetzt Hans oder heißt sie Donner? Donner Hans. Die ist trans. Wir hatten oder mal der. Meine Tante hat meinen Hund namens Hans. Lieg mal, schön, dass du da bist. Ich hatte eine Kommilitonin namens Hans. Mein Hund, den man damals als Kind hatte. Hier ist Gizmo. Mein Schäfer und Husky-Mischling. Ich stehe gerade mal ein bisschen unten an der Treppe. Das und höre mal ein bisschen. Parabol-Mikrofon wurde abgehakt. Ja, da hat geflüstert. Ich bin raus. Okay, das, also. Der Rest ist nur was mit Jagd und das machen wir nicht. Okay, dann machen wir das nicht. X-Mau hat auch zugesagt. Für Gatti-Collab. Hat gesagt. Leg mal schön, dass du vorbeischaust. Lehn dich zurück, ich grusel mir ein. Das ist immer doch eine schöne Deutsch verlernt für Anfänger. Eine schöne große Gruppe, oder nicht? So, wir haben einen Obake da eingeloggt. Ja. Ja. Obake eingeloggt, ja. Dann fahren wir daheim. Okay, let's go. Dürfen wir anmerken, dass wir nicht gestorben sind. Boah, ich lebe noch. Ja, klapp. Weil wir das verfluchte Item nicht gefunden haben. Ah, Mist. Ja. Und wir, was, welches Item? Sonst wäre Sammer wieder tot. Aber nicht gefunden. Ja, meine Nina-App hat auch gewarnt. Störung, Mobilfunknetz, Telefonica, Nordrhein-Westfalen. Jurinaki, du machst einfach, wenn du jetzt alle Leute hast, wirfst du die einfach zusammen irgendwo rein, auf irgendeinen Server. Und dann machst du eine Umfrage. Ich bin hier am Organisieren gar nicht gut. Ach, das packst du schon, Jurinaki. Ja, du machst einfach eine Umfrage, wann die Leute Zeit haben. Genau. Und dann nimmt man den Termin, wo alle Zeit haben. Ja, fertig. Genau. So einfach ich ist genauso, das. Aber ich wäre genauso überfordert. So ist das jetzt nicht. Das Ding ist, eigentlich liegt mir Organisieren ganz gut, würde ich sagen. Hat gut Kirle gegeben. Ein Huni. Ein Huni? Ja, ein Huni kam bei mir rum. Also hier, der ich Geist. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt bekommen hab. Ja, ich hab auch noch wenig bekommen. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja, aber wir haben halt zwei Aufgaben nicht gemacht, ne? Ja. Und alles von den Aufgaben und der Knochenbeweis, das wird multipliziert. Dass wir also Multiplikator mal 3 haben auf $30. Weiß ich nicht. Ich auch. Aber Juri, du packst das, ich glaube man nicht. Echt so. Das wird ich schwöre dir, es wird lustig. Zur Not fragst du Argo, wie er das geschafft hat, 15 Leute Gartic von Collab zu organisieren. Ich weiß es nämlich selbst nicht, wie das funktioniert hat. Da könnte man sowas auch in Strawpool umfragen. Ja, wir machen das Umfrage eh immer. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Seite heißt. Argo letztens benutzt hat. Ja. Ich hab's, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er Google benutzt hat oder irgendwas anderes, aber Google ist immer eine Option. Wollen wir wieder auf Profi spielen oder wollen wir auf Fortgeschritten zurückgehen? Das ist die Frage. Ist es egal. Ja, das ist auch irgendwie geil. Das ist irgendwie cool, ich spiele normalerweise immer auf Profi, also das ist eigentlich Schnuppe. Ich finde, Profi macht nicht so einen großen Unterschied, tatsächlich. Ja. Nur, dass der Geist halt ein bisschen mehr wandert. Oder so. Aber wir benutzen immer zu Yondo, heißt die Seite. Wir benutzen. Zu Yondo? Mhm. Okay. So, kannst irgendwer noch zusenden? Im Raum? Nö, ich lasse Zufall entscheiden zwischen den beiden. Oh. Ja, lassen wir das drauf. Boah, es ist so kalt in dieser Wohnung, das glaubt mir gerade kein Mensch. Wo ist denn Juri? Sind es Gefriertemperaturen? Aber sowas von Gefriertemperaturen bestimmt. Oh, bestimmt ein Mimik. Guck mal, ob da auch Geister drauf sind. Ja, mach mal deine gute Nachtsichtkamera aus.
Nee, wie viel Grad haben wir aktuell jetzt hier überhaupt um die Uhrzeit? Es ist nur 10 Grad, aber gefühlt wie 8. Die Luft ist so kalt. Aber ich bin so einer, ich muss Fenster aufhaben. Ich habe Jori Sprich jetzt mal Luft. geschrieben, wie die Seite heißt. Sagt auch so, Leute. Das ist okay, also das stört hier überhaupt keinen, vor allem mich nicht. Wenn ihr nebenbei irgendwas anderes noch schreibt, ich meine, ich habe jetzt auch kurz mal Steam aufgehabt und alles. Es ist, ja, wir haben halt einfach nur unseren Fun. Yes. Bis einer stirbt. Ich. Sterben macht doch auch Fun, oder nicht? Das ist witzig. Man, ich meine, es ist toll. Der Sammer ist Fan. Ja. Das fand ich beim ersten Mal Phasmus-Spielen so richtig stressig, weil ich die ganze Zeit quasi instant gestorben bin, sobald der Das Counter kann ich wissen. durch war. Wie ich das erste Mal gespielt habe, ich war so überfordert, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich bin nur rumgelaufen, hintergelaufen, Ich habe direkt versucht, mich einzubringen. ja, das Problem ist, ich habe Aber keine Ahnung, was. niemand hat mir erklärt, welches Item was macht. Ja, das war bei mir genauso, So ging mir das etwa auch. deswegen bin ich dann genauso, dann mache ich am besten nichts, sonst mache ich Ja, irgendwas ich stehe dann falsch. da und bin so, was macht denn dieses Ding? Ja, was für ein Ding? Ja, das hier. Ich bin nicht im Van, keine Ahnung, Oh, das wovon du ist ja auch redest. so. Und ich so, Ich schreib dir, nimm nicht alles aus dem Regal. und ich dachte halt, wenn ich die aus dem Regal nehme, steht da vielleicht dran, was es ist. Aber ich wusste nicht wie. Als wenn das wirklich so ein Freund gesagt hat, der hätte doch gesagt, bist du gebietet. Aber guck mal, das kriegen wir. Das kriegen wir hin, alle drei Aufgaben. Ein Geisterereignis sehen, Sanity unter 25% und EMF. EMF-Gerät. Erreiche einen durch, ja, genau. Ich hab gleich wieder Kamera und Buch. Ich mach auf. Tschüss. Ich habe Dots, So, EMF und. ich geh in den Keller und mach Licht. Hat Yes. irgendjemand Temperatur? Ja, natürlich. Ich habe immer Okay. Temperatur dabei. Acker hat immer Au! Temperatur dabei. Und immer Au! Geisterbox. Na, warte mal kurz. Füchse jaulen ja gar nicht. Die machen Kann er gar eher. nicht? Was machen die nochmal? Ring, ding, 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 ding. Oh. Irgendwie sowas. Ding, 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 ding. Gesundheit? Das hier kommen wir Hier bei ist der Dampfloder, glaube Knochen. Sag mal, du ich. bist Ja. ja blind. Ja. Kennst du es nicht? Was das für Fox, ey? Ja, doch, deswegen dachte ich. Oh, Strom ist ab. Manja! Nice. Manja! Ja. Also. Manja! Hier. Oh. Manja! Ja. Also im wahrsten Sinne des Ja. Hier Wortes ist der heißt das. Knochen. What does the Nero say? Ja, in diesem Fall ja. Hier auf dem Ich dachte, Bett. das sei ein Kuscheltier, der Schädel, deswegen. Also ich habe ja mal Schädel als Kuscheltier im Bett, ihr nicht? Ja, ich Ja, ich auch. bewaffnet. Ich habe tatsächlich einen Schädel im Aquarium. Oh. Bei meinen Was? Schlangen. Ja, Oh. Schlangen! Kioink! Du hast Schlangen? 2 Stück. Immer wieder, wenn Mana das erwähnt, erinnere Heißen ich mich dran. Herzl und Ziegenbart. Oh, das ist interessant. Herzen und Ziegenbart. Was sind das denn für Schlangen? Herzl ist der Bock, also der Kerl. Der hatte beim Schlupf, hatte er direkt in der Mitte vom Kopf eine herzförmige Schuppe. War ja der Name. Und Ziegenbart ist die Zippe. Die hat unten am Kiefer so richtig eine nach unten wegstehende Schuppe. Daher der Name. Süß. Kornnattern. Also so die Ja, ich ganz liebe gewöhnliche Einsteigergruppe. Kornnattern. Geist ist oben. Irgendjemand ein verfluchtes Objekt schon gesehen? Nee, oder gar Mana, nicht? oh, ich bin so neidisch, dass du so kürze Schlangen hast. Das ist so gemein. Und Katzen hast du auch. Eine. Warum kann ich nicht mit Mana zusammenleben? Ich will auch Schlangen und Katzen. Boah, es triggert mich, dass es im hintersten Raum ist, ne? Irgendwie ist der Raum ein bisschen kaputt bei mir. Oben im hintersten Raum. Im hintersten Raum, also ganz hinten rechts. Ja. Eines Tages, ich bin, also Ja. Katzen sind süß und alles möglich, aber ich bin dann doch eher mehr so ein Hundemensch. Und da in dem Raum könnt ihr auch die Tasse fotografieren, Ist die auf dem jemand Bett hier? liegt. Weil es eine Interaktion gewesen. Ist jemand im Zimmer? Wo seid ihr denn? Bist du ein Kind? Wo seid ihr denn? Ich bin oben. Ja, die sind hier im Gang, im Bist du Flur. ein Mädchen? Hier liegt übrigens kein Kruzifix drin. Ich bin ein Wolf, der Katzen mag, also auch ganz selten.
Ist aber Arke auch. Sie ist auch eine Wölfin. Da ist eine Tasse. Katzenmark. Was, Samuel, du bist ein Wolf? Joris. Joris ist ein Wolf, ja, und ich auch. Ja. Ich ja auch. Und tatsächlich, ich fühle mich gar nicht als Wolf. So, ich mag Wölfe jetzt nicht mega krass. Ist nicht so, würde ich sagen, Wölfe wohl die besten Tiere der Welt. Die sind schon cute. Aber ich mag Katzen und Schlangen. Katzen und Schlangen. Oh. Ja. Willst du uns wehtun, Geist? Acke wird jetzt zu Nico. Bist du jung? Ich wollte eben keine Nico sein. Nico ist für ein bisschen zu langweilig. Können wir dir helfen? Sind es halt fast alle, ne? Ich würde aber sagen, Wölfe sind auch schon fast Mainstream. Bist du bei uns? Füchse. Ich bin anders. Bist du alt? Aber ich wechsle ja jetzt auch vom Fuchs weg. Oh, bist du? Okay. Bist du eine ja. Frau? Willkommen. Oh, nein. Die will Verstecken spielen. Willst du uns wehtun? Ich bin wieder... Sie hat gerade ins Buch geschrieben und in die Box geantwortet. Cool. Ich wollte halt irgendwie so eine... Die Tür geht auf und so. ...haben und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwas Cooles. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, nehme ich halt mein Lieblingstier. Axel, versuch's mal. Ich werde dich jagen, du dummer Geist. Nein. Oh. Das wollte ich von dir. Wie viel EMF haben wir denn eigentlich? Haben wir noch ein... Also der läuft hier auch durch Salz durch. Also da können wir theoretisch... Ich schaue jetzt mal in die Kamera. Klingt das Fotos gut? Wenn es, können man ausschließen. So, wo ist denn das Salz? Lass mal ein Foto machen. Also was hatten wir? Dots und Geisterbox, ne? Nein, wir hatten ja. Geisterbox und Geisterbuch. Oh. Ja, stimmt. So, eventuell Fingerabdrücke? Ja. Oh, aber... Nein. Hör auf zu blinken hier. Hör auf zu blinken, du Spiel. Aber ich bin ja weder Fuchs, noch Wolf, noch Katze oder sogar noch nicht mal ein Mensch. Du bist ein... Bist du nochmal? Du bist ein hübscher Anzugträger. Ja. Schon Hotter Boy. Ne? Mhm. Ich bin ein Angel of Death. Ein Angel of Death ohne Flügel oder was? Wo sind die Flügel? Ich bin eine besondere Art. Es gibt tatsächlich einige Arten von Engeln, die keine Flügel haben. Lucifer zum Beispiel. Hat auch keine mehr. In der nordischen Mythologie, die sogenannten Grime Angels. Achso, ich hab vergessen auf Flügel. Modus zu stellen. Ein Flügel zuzufügen ist aber schwer. Dann muss man ja. So, ich hab auch keinen Schwanz, Samael. Mein Schwanz ist nur eine Lüge. Hast verloren. Ja. Ist abgefallen. So, was genau fehlt uns denn eigentlich an Beweise? Was haben wir denn? Wir haben Geisterbuch und Geisterbox, ne? Ja. Haben wir, wie viel EMF hatten wir? Weiß ich nicht. Man denkt sich einfach deinen Schwanz hinzu. Hast du gesehen, wo ich immer gemalt habe in Gartefon, kann man Schwanz hinzu. Aber hier stand einfach nur Beweise fürs Übernatürliche. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir Geisterorbs. Ja. Das hilft uns aber. Ich habe heute auch das erste Mal welche gesehen. Haben wir das verfluchte Objekt überhaupt schon gemacht? Und dort habe ich auch noch keine gesehen. Fingerabdrück hat noch. Aber wenn wir Dots und Geisterorb rausstreichen, dann ist es gar kein Geist mehr. Doch. Weil wir haben ja Geisterbox und Buch. Achso, doch. Spirit, Poltergeist und Moroi könnte es dann noch sein. Aber Gefriertemperaturen waren es auch nicht. Dann wäre es eigentlich ein Spirit oder ein Poltergeist. Ja, Fingerabdrücke wären noch interessant. Hat das jemand? Da hat noch keiner nachgeguckt, glaube ich. Nicht geguckt. Ich, ja, ich möchte sterben. Ich folge dir mit der Kamera. Ding ist, wir müssen noch die Sanity runterbekommen. Also ich stelle mich irgendwo in den Schrank rein. Ich habe einen Todeswunsch, ich bin auch schon nächstes im Haus dran. Also ich wohne jetzt hier. Ja. Raus. Oh, der rastet aus. Das hört sich aber nicht nach 5 an. Das ist 3. So, dann rein theoretisch EMF 5 sogar streichen. Weiß ich nicht. Der hat die Tür geöffnet. Tür. Ich hab gehört, Tür. Wo ist Tür? Die er geöffnet hat. Hat er die jetzt aufgemacht? Hier, Fingerabdruck. Oha, Fingerabdruck. Ich und Nero einfach hier mitten der Welt. Ja, und ich laufe euch entgegen, weil ich es nicht sehe. Wie ich und Nero einfach hier mit der Fingerfunktion eskalieren sind. Einfach mal doppelt gemoppelt, hält dafür besser. Ja, dann ist es ein Poltergeist. Hört er da gerne.
müssen nur noch die Sanity runterbekommen. Falls ihr wollt. Ich gehe mal nochmal. Ich bin immer noch auf Suche nach dem verfluchten Objekt. Ja, wir haben halt extrem viel Sanity. Ja. Viel zu viel. Der Gast hat echt keinen Bock. Ark hat 69. Samuel wird, auch. Nice. Ach, jetzt nicht mehr. Es wird Zeit, dass einer von uns stirbt. Ich würde sagen, wir verstecken uns einfach irgendwo in einem Schrank und warten. Ich bin auf der Suche nach diesem verfluchten Objekt. Das wird hier irgendwo sein. Dabei. Ich werde wahrscheinlich wieder blind sein, das wird in 100 Jahren nicht finden, weil ich bin so unaufmerksam in dieser Richtung. Ja, same. Selbst wenn ich danach suche, achte ich einfach nicht mehr drauf. Ja. Ich hab's eben gesucht und einfach vergessen. Hello, mal schauen, was hier unten ist. Der hat das Licht ausgeschalten. Ich würde mal behaupten, dass Sicherungskasten ist hier irgendwo. Ich habe das Licht wieder eingeschaltet. Ich schalte es wieder an. Nice. Ist nur gut, dass ich gerade im Keller bin. Oh, eieiei. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Ich bekam gerade einen Bang in meine Ohren. Oh, Fabi. Ich bin fast dran gestorben. Ah, meine Herz, ja, meine auch. Oh, ich hab's gefunden, das verfluchte Objekt. Was ist es denn? Wo denn? Sang hier. Oh, der Spiegel. Oh, geil. Lass uns mal den Spiegel rausholen. Ja, ich hab Aussehen aufgenommen. Scheiße. Kann man noch alles ein Foto gut machen? Geh raus. Geh raus. Ja. Nichts, ich guck einfach nur rein und der sagt mir, wo der Geist ist. Scheiße, der. Ich liebe es. Ja, ich hasse es. Ich hab so Tropfen drin, weil die es so liebt. Ist nicht schlimm, ich guck einfach nur rein. Auch wenn ich jetzt sterbe. Guck einfach rein. Ich habe einfach reingeguckt. Ich wusste, dass der Geist gerade am Jagen ist. Habe ich mir gedacht, ich guck trotzdem rein. Bist du gerade gestorben? Ich bin gerade gestorben, ja. Ja. Ja, direkt vor der Ausgangstür. Ich habe den Spiegel kaputt gemacht. Tut mir leid. Alles gut. Okay, das ging schnell, ja. Also, wenn, dann mache ich jetzt ein Foto von dir für die Versicherung. Mein Juri, eigentlich sterbe ich die ganze Zeit, weil ich den Geist sowas von herausfordert. Bei dir ein Kruzifix. Take it. Ja, er jagt gerade wieder. Ah, ich will nicht. Ich muss schon wieder pullern, ich bin jetzt wieder da. Ich war's. Ja. Nein, der kriecht auf den Boden auf mich zu. Nein, bitte. Ja, geh doch zur Eingangstür, da muss niemand reinlaufen zum Foto machen. Nein. Arke, ich will nicht. Was denn? Ja, jetzt sind beide tot. So ein kriechendes Kind. Dann geh ich rein. Ich geh rein, du hast doch so viel gekauft, oder nicht? Nee, die Runde nicht. Oh, warte. Das wäre jetzt halt richtig hacky. Fotos? Oh, nee, leider nicht. Wo sind die denn gestorben? Direkt bei der Tür und ganz links daneben in der Ecke neben dem Sofa. Weil ich da nicht durchkam. Ich hab kein Licht. Das ist dumm. Warum jagt er gerade? Der Spiegel hat dich gesehen, hat sich geschämt, dass er nicht mithalten kann und ist gesprungen. Warte mal kurz einmal. Achtung, der ist gerade Richtung Küche, kommt nicht zu euch. Oh. Jetzt. Ich habe eine Taschenlampe vergessen. Achtung, er kommt zurück. Küche. Ob sich jemand mit Liebesbeziehung auskennt. Wohnzimmer. Also Wohnzimmer rechts. Keller. Er geht gerade den Keller runter. Ja, wir kommen ja trotzdem nicht raus. Ja. Wo ich in Beziehung bin. Ja, trotzdem sage ich euch, wo der ist. Ja. Nervenkitzel. Achtung, er kommt wieder hoch. Ja. Er kommt hoch. Nein. Stopp. Er hat aufgehört. Ja. Sobald ich sehe. Kennt das von jemand von euch mit Liebesbeziehungen aus? Ich habe kein Licht, Nero. Ich habe kein Licht, ich kann kein Bild machen. Ich meine, ich bin zwar in einer Beziehung, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Nero, hast du ein Bild gemacht? Hä, du kannst doch ein Bild machen ohne Licht. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, wo er liegt. Theoretisch ein bisschen, aber nur wenn du nicht erwartest, dass ich schon mal eine hatte. Ich weiß nicht, wo ist meine Kamera hin? Pass. Ich meine, meine Taschenlampe. Ja, das war intensiv. Was Juri denn fragen will.
Ja. Richterbock, ja, da hast du vollkommen recht. Ja, unsere Sanity ist auf jeden Fall sehr niedrig. Ich nicht, ich Ja, hab's dann ist doch gut. richtig. Da haben wir doch alles erfüllt. Bis auf nicht alle sterben. Ja, Was war es denn? was will Jori denn wissen? Fingerabdrücke haben wir im Poltergeist. Ja, die Beziehung, die ich die vor dieser hatte, die liefen gar nicht gut. Ja. War grauenvoll. Lichterbock, da hast du recht. Das war intensiv. Also machen wir jetzt zu. Ja, natürlich. Wir haben alle Aufgaben erledigt und 50% unserer Leute verloren. Ja, finde ich Oh. gut. Aber wir haben es einmal geschafft, einen Geist zu entkommen. Mann, Es aber ist bist niemand gestorben bei dem Hand. du. Das hatten wir auch noch nie. Tatsächlich. Mann, aber bist du gestorben? Ich bin direkt in der Stube neben dem Sofa gestorben. Naja, jemand hat mir die Liebe gestanden und ich freue mich mega dafür. Wir wollen nachher gleich darüber reden. Weiß nicht, was ich dann sagen soll. Ja, Bin warte mal mega kurz, was aufgeregt. empfindest du die für die Person? Das ist auch wichtig zu Ja. wissen. Alter, Also, so wenn du dich mega. 31 Dollar für Fotos. Ja. Ich hatte Was ist quasi, das? also Late Night, ich hatte quasi noch nie eine bekommen. In Real Life sowas nicht hin. Und über Chat-App bin ich auch nicht besser. Und Jori, Fun Fact, wäre meine erste richtige Beziehung. Ja. Join. Also ich war selber fordert. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also Weil, bei aber Jori ist Juri, es. magst du die Person denn? Oder Ja, bist du eben, jetzt das ist. einfach, du bist jetzt einfach nur euphorisch, weil es irgendwer gesagt hat? Ja, stimmt, das ist ganz wichtig, ne? Wenn das so, sonst wird das nichts. Ja, Oder? Person mögen muss schon sein. Das Ding ist, Ja. wenn du jetzt sagen würdest, jetzt wo sie es gesagt hat, schon irgendwie, musst du halt überlegen, ob es vielleicht nur deswegen ist, weil du dir denkst, oh schön, dass es überhaupt jemand gesagt hat. Also Juri sagt, natürlich mag ich die Person ganz doll. Aha! Ja, das ist ja schön. Na dann, Juri. Aha! Schon seit 6 Jahren! What the hell? Boah. Ja, erkennst du, okay, ich dachte, er steht schon seit 6 Jahren auf sie. Bei mir waren das. Also, ich kenne meine Freundin aus der Schulzeit schon. Aber da waren wir noch nicht zusammen. Jo! Okay. Ich habe dann irgendwann 4 Jahre auf sie gewartet. Jo! Boah, das Bis ich dann ist. meine Chance ergreifen konnte. Also, sie hat es dahinter gesagt. Ich habe mich nie getraut, das ist zu tun dahinter. Da, unser neuestes Foto vom Schädel ausgestellt. Hat er nicht auch verlobt oder so? Wir sind verlobt seit Februar, ja? Warst du das dann? Oh. Das war ich ja. Akiat! Damals Akiat! Ich sterbe. Du musst mal, du hast mal sehen müssen, wie ich mich angestellt habe. Bestimmt sehr Ich kann. gut. Ja. Aber 100 Tode gestorben, ey. Ja, 1000 Tode gestorben. Man konnte merken, dass ich eben gezittert habe. Ins hatte. Auf die Antwort. Juri, die war erst in einer Beziehung, die 4 Jahre lang ging. Wie lange ist das denn her? Ist auch noch eine gute Frage. Ja, das stimmt. Nicht, dass sie sich Ja. sofort in eine andere Beziehung stürzt, um ihre andere Liebe zu vergessen. Ja, Sehr also nicht, dass du dich schlecht. zu einem Lückenfüller machst. Ja. Wir möchten deiner guten Freundin natürlich nichts nachstellen. Aber es gibt wohl schon Leute, die dann wissen, sie kennen da jemanden, der sie mag. Und 1 bis 2 Monate, sagt er. 1 bis 2 Monate. Schon recht kurz, dafür, dass sie so lange zusammen waren, finde ich. Ich würde sagen, wenn ich mit jemandem 4 Jahre zusammen war, pushe ich schon ein bisschen länger, darüber hinwegzukommen. Ist nicht böse gemeint, weißt du natürlich. Ganz böse gemeint. Das ist so richtiger Hasskommentar. Oh Mann. Made by Ich will nicht, dass Juri denkt, dass wir jetzt voll seine gute Freundin da schlecht reden. Nee, Oder nee. Freund, was weiß ich. Ich denke mal, er versteht das schon, was wir da versuchen mit zu sagen. Freund, Freundin oder den Regenbogen dazwischen. Genau. Finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Er hat ja gesagt. Ah, okay. Warum fährt der Turm zusammen? Ich habe nur die Mittelblöcke rausgenommen. Ja, fühl dich, fühl dich. Weil du einfach bist, dass du dann angefasst hast. Ja, super. Diese Begeisterung, ja, toll. Jetzt so, ja, toll, was will ich jetzt mit dem Mobbing anfangen? Ja. Oh ja, stimmt ja. Alles, was ich gekauft hatte, war weg.
Verdammt. Ah, nee. Oh, hallo Mirko, hallöchen, hallo. Willkommen, willkommen. Ah, die süße Mirko hat heute, während ich nicht live war, gefollowt bei mir. Ja, Mirko ist auch einfach cute. Die ist super Liebe. Mirko fragt, wie es uns geht. Uns geht es sehr gut. Mirko weiß aber, dass er knuffig ist. Das sagt man ja oft. Bei mir auch gemacht. Ich habe zwar Schiss vor dem Spiel, aber die Runde ist super. Yes, wir spielen mittlerweile auf Profi, denn wir sind sehr große Profis. Yes. Profis, Punkt. Ich bin professioneller Schisser. Das muss reichen. Wir brauchen noch ganz viele Items. Ich könnte auch mal was kaufen. Steht da professionell vor, ne? Ich wäre tatsächlich aber an der Stelle raus. Ja, Nero? Ach stimmt, wir haben 21 Uhr. Wir wollen eigentlich generell jetzt aufhören, ne? Ja, dann... Dann hören wir auf, oder? Wir werden. Wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt? Ja, 21 Uhr. Ja, stimmt. Also bei mir sind... Also wenn wir jetzt aufhören, bei mir sind gerade 3 Partner live. Da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Habt ihr jemanden, den ihr raiden wolltet, so als Collab? Ich halte mich raus, weil ich selber stream ja nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, also ich hab so... Die liebe Sharky. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Sharky. Ja. Bahamut ist ja quasi auch dabei. Will ich gleich beide mit abfrühstücken, so. Und die sind halt beide Streampartner bei mir. Genau wie die liebe Arkel. Bloß nicht vergessen. Und, ich will Sharky raiden. Ich glaube, Bahamut habe ich erst letztens geraidet und Sharky habe ich, glaube ich, noch nie geraidet. Ja, dann. Ich habe auch noch nicht geraidet, musst du geben. Dann gehen wir mal parallel bei Sharky Stream vorbeischauen. Auf jeden Fall erstmal sage ich hier den Leuten Tschüssi. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und ja, wir sehen mega. Uns. Genau. Ich wünsche auf jeden Fall einen wunderschönen Abo. Abo, Abo, Abo. Abo! Yes. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Yes. Ja, auch ich verabschiede mich, ne? Danke, dass ihr alle da gewesen seid. Absolut, ja. Ey. Hat einfach mega gerne Spaß. Gerne wieder, auch mit diesem Spiel. Daher auch danke nochmal für die Einladung von Jori für Montag. Ja, ich bleibe mich auch noch, genau. Für Mittwoch. Und, das nächste Collab in dieser Konstellation steht ja auch schon fest. Jori! Yes. Go, go, Princess. Nee, Prince Maker, go, go. Da freue ich mich schon mega schon drauf. Oh, Jori. Das wird so dumm. Jori, übertreib! Sehr schön. Danke, Jori, für dich, Abo. Du hast mich gerade komplett verwirrt. Jawo! Hilfe! Ja, erstmal ein Raid abbrechen. Ja, same. Ja. Und nach Sache. Auf jeden Fall danke, Jori, oh Mann. Samuel, kommst du mit rüber? Machen wir jetzt hier noch einen Abschluss? Hört sich auf jeden Fall. Wo? Was? Wie? Hä? Weil Ark hat gerade einen Sub bekommen. Wollen wir dann mal schnell 3 draus machen? Ja, was? Redet ihr? Ein Raid? Ein Raid? Ah, nee. Okay. Dann ab geht's. Ich bin verwirrt. Was passiert denn jetzt? Wovon redet ihr? Ich bin auch gerade verwirrt, musst du gehen. Ich wollte bei dir kurz vor Schluss noch einen Hype-Train reinwerfen. Nee, übertreib. Ach so. Stop. Stop now. Der hätte ich gar nicht mitmachen können. Mein Budget ist aus. Sehr gut. Okay. Wir reden jetzt zu Sharky. Tschüss. Ja, dann bin ich auch.